Mythen, Visionen, Dystopien, wie digitale Ängste unsere Gesellschaft beeinflussen. Das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen zum Medienimpuls, einer gemeinsamen Veranstaltung von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Mein Name ist Julia Eickmann und wenn ich nicht gerade hier oben stehe und moderiere, dann berichte ich für das Radio über Themen rund um Gesellschaft und digitale Kultur. Und da sieht man eigentlich schon meine innere Zerrissenheit. Ja, ich berichte für eines der ältesten Medien überhaupt. Nach dem Buchdruck vielleicht wurde direkt das Radio erfunden. Analog und linear über digitale Welten. Ich halte mich selbst für halbwegs technologiebegeistert, zumindest für aufgeschlossen. Aber gleichzeitig habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Ich bin recht aufgeklärt, würde ich denken, was Datenschutz angeht. Aber ich benutze Threema, Signal und WhatsApp. Ich lasse mich von Google Maps hier zur Bertelsmann Stiftung navigieren, aber ich achte penibel darauf, dass mein Standort nicht bekannt gegeben wird. Ich habe Angst vor Fake News, davor, dass im nächsten Jahr ein Avatar an dieser Stelle steht und mich vertritt. Und natürlich davor, dass ich hier jetzt gleich einen riesen Mega-Fauxpas hinlege, der dann für immer im Internet sein wird. Ich gestehe, ich leide unter digitaler Schizophrenie. Und ich befürchte fast, das geht einigen, vielleicht auch hier so. Ich freue mich, dass wir über diese Ängste und Sorgen gleich noch viel mehr sprechen werden. Aber vorher freue ich mich besonders, dass ich Martin Drechsler hier begrüßen darf und ihm das Wort übergeben als Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle der Multimedia-Diensteanbieter. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Medienimpuls der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von FSF und FSM. Angst sei ein schlechter Ratgeber, meint das Sprichwort. Der Anthropologe Paul Ekman bezeichnet Angst neben Freude, Trauer, Ekel, Wut, Überraschung und Verachtung als eine der wesentlichen Grundemotionen, die uns dabei helfen, auf Reize aus unserer Umgebung menschlich zu reagieren. Zum Teil sind sie auch schlicht überlebensnotwendig. Denken Sie nur an den Anblick des gefährlichen Raubtiers oder der riesigen Giftspinne. Wir beschäftigen uns heute mit digitalen Ängsten. Da fallen einem spontan Dinge ein wie, hört mir eigentlich jemand zu, wenn ich allein unterwegs bin? Liest das jemand mit? Wenn ich ein Bild gelöscht habe, ist das wirklich weg? Oder auch, ist mein Kind süchtig nach seinem Smartphone und bin ich als Vorbild gut genug? Mit Fragen wie diesen entfernen wir uns heute ein Stück weit von unserem üblichen Zugang zur Arbeit mit Medieninhalten, wenn wir den Jugendschutz angucken. Denn im Jugendmedienschutz begegnet uns die Angst als ein ganz wichtiges Bewertungskriterium, wenn wir zu entscheiden haben, ob ein Film problematisch für Kinder und Jugendliche unterhalb einer bestimmten Altersstufe sein kann. Angsterzeugung ist eine zentrale Risikodimension im Bereich dessen, was wir Entwicklungsbeeinträchtigung nennen. Ein einfacher Blick in die für uns relevanten Gesetze hilft da noch nicht so wahnsinnig weit bis jetzt. Denn wenn das Gesetz selbst nur von Entwicklungsbeeinträchtigung spricht und gar nicht genauer erklärt, was sich dahinter verbirgt, wird sich das im kommenden Jahr ändern. Denn dann werden wir es mit einem neuen Jugendschutzgesetz zu tun bekommen. In dem wird dann ausdrücklich zu lesen sein, dass übermäßig ängstigende Inhalte entwicklungsbeeinträchtigend sein können. Überhaupt wird sich das Jugendschutzgesetz des Bundes sehr viel intensiver und sehr detaillierter mit Fragen der Medienwirkung beschäftigen. Es wählt dabei einen sehr umfassenden Zugang und beschränkt sich nicht mehr, so wie bisher, auf den Jugendschutz in Trägermedien, sondern plötzlich auch mit dem Jugendschutz in Bezug auf Filme und Spiele in Telemedien. Das ist auf der einen Seite nachvollziehbar und folgerichtig. Auf der anderen Seite bewegt sich der Bund dabei aber auf einem Spielfeld, das bisher mehr oder weniger exklusiv den Ländern zugeordnet war. Und dass das nicht ganz konfliktfrei bleiben wird, das können Sie sich sicherlich genauso wie ich lebhaft vorstellen. Denn in dem Moment, wo wir hier gerade zusammen sind, sitzen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder ebenfalls zusammen und verabschieden heute einen neuen Medienstaatsvertrag, der sich unter anderem auch mit Themen des Jugendschutzes beschäftigt.
Er enthält unter anderem Vorschriften für Videosharing-Plattformen und auch für die Kennzeichnung von Filmen und Serien in Mediatheken und Abrufdiensten. Und damit für zwei Bereiche, die auch im Jugendschutzgesetz des Bundes eine wichtige Rolle spielen werden. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an die große öffentliche Empörung erinnern, die unter dem Stichwort Kennzeichnungspflicht ausbrach, als der JMSTV vor einigen Jahren erstmals die Möglichkeit einer optionalen technischen Alterskennzeichnung vorsah. Nun, die Vokabel Kennzeichnungspflicht begegnet uns jetzt erneut. Filme und Serien im Bereich Video on Demand mit einer Alterskennzeichnung zu versehen, das ist heute weder überraschend noch sonderlich problematisch. Wir alle haben uns daran gewöhnt, bei der Auswahl von Filmen und Serienfolgen eine Altersangabe zu sehen, die es uns unter anderem erleichtert zu entscheiden, ob wir den Film jetzt gucken oder noch warten, bis unser Kind im Bett ist. Fernsehsender, aber auch die Anbieter von großen Video-on-Demand-Diensten haben viel in Menschen und Technologie investiert, um jeden ihrer Inhalte mit einer möglichst zutreffenden Altersstufe kennzeichnen zu können. Denn eine wichtige Erkenntnis unserer heutigen Medienrealität ist es, dass nicht mehr jeder Film und jede Serienfolge bei der FSF oder gar bei der FSK vorgelegt werden kann. Dafür ist die Vielzahl, aber auch die Vielfalt an Angeboten einfach zu groß. Die wichtige Arbeit der Jugendschutzbeauftragten in den Unternehmen kann daher gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn Sie und Ihre Teams tragen dazu bei, gewissermaßen am Puls der Zeit Jugendschutzentscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf eine große Zahl von Zuschauerinnen und Zuschauern haben. Auch die Weiterentwicklung technischer Systeme, mit denen diese wichtige Arbeit unterstützt und auch ein bisschen objektiver wird, ist wichtig. Solche Systeme helfen dabei, dass wir auch bei global agierenden Unternehmen direkt nach dem weltweiten Start eines neuen Films oder der entscheidenden Staffel unserer Lieblingsserie vom ersten Tag an verlässliche Alterseinstufungen sehen und nutzen können. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir das Rad nicht zurückdrehen können und auch nicht zurückdrehen dürfen hin zu einer allgemeinen Pflicht zur Vorlage aller Inhalte, um eine Altersfreigabe per Verwaltungsakt zu bekommen. Ebenso wenig sollte es eine Pflicht zur Nutzung eines ganz bestimmten automatisierten Systems zur Bewertung von Inhalten geben, ohne die eine Veröffentlichung dann verboten wäre. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Die Jugendschutzbeauftragte eines Fernsehsenders legt nach ihrer Prüfung die geeignete Sendezeit für einen Film fest. Soll derselbe Film nach der Ausstrahlung dann in der Mediathek verfügbar sein? Muss er dann einer externen Stelle zur Prüfung nochmals vorgelegt werden? Muss der Sender zwingend ein bestimmtes externes automatisiertes System benutzen, um damit eine Online-Freigabe zu erhalten? Damit würden wir wahlweise die menschliche Expertise bei der Alterseinstufung von Inhalten eliminieren oder eine Vorzensur für audiovisuelle Inhalte im Netz einführen. Möchte sich ein Anbieter hingegen technologischer Unterstützung bedienen bei der Alterseinstufung seiner Inhalte, dann soll ihm das selbstverständlich möglich sein. Und zwar so, wie es zum jeweiligen Angebot am besten passt. Einheitliche Lösungen für alle Arten von Diensten und Inhalten sind mit Sicherheit nicht das Mittel der Wahl. Die Anbieter von Online-Diensten und damit auch die von Mediatheken sind für die Inhalte ihrer Angebote selbst verantwortlich. Unsere gesetzliche Medienordnung stellt strenge Anforderungen an die Menschen und Unternehmen, die sich auf diesem Weg an ein großes Publikum wenden. Und sie sieht erhebliche Strafen für diejenigen vor, die diese Vorgaben nicht einhalten. Wenn ich mir heute die Altersstufen anschaue, mit denen Filme und Serien in Mediatheken oder Video-on-Demand-Anbietern Diensten versehen sind, sowohl bei den deutschen als auch bei den internationalen Anbietern, kann ich nicht erkennen, dass dort etwas systematisch oder strukturell schiefläuft. Eine Notwendigkeit für grundsätzliche Veränderungen in diesem Bereich besteht deshalb meiner Ansicht nach nicht. Dabei brauchen wir überhaupt keine Angst vor technischen Systemen zu haben, die uns bei der Alterseinstufung von Inhalten unterstützen. Ob wir sie akzeptieren oder ablehnen, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie für uns nachvollziehbar funktionieren. Das gilt genauso für jegliche Technologie, die uns umgibt. Fehlt diese Nachvollziehbarkeit nämlich, dann machen wir uns schnell selbst unseren eigenen Reim auf die Sache, sind im Bereich von Vermutungen oder gar Verschwörungstheorien. Fehlende Nachvollziehbarkeit von Technologie führt oft zu Skepsis, manchmal auch zu Fatalismus, wenn wir sagen, ich kann es doch eh nicht ändern.
Aus der Perspektive des Jugendmedienschutzes geht es deshalb immer auch darum, Kindern und Jugendlichen einen reflektierten, aufgeklärten und kompetenten Umgang mit neuen Geräten und mit neuen Anwendungen zu ermöglichen. Junge Menschen sind nämlich gar nicht so sorglos und unbeschwert in Bezug auf neue Technologien, wie wir das manchmal leichtfertig unterstellen. Der FSM Jugendmedienschutzindex weist nach, dass Kinder und Jugendliche durchaus Ängste in diesem Zusammenhang zeigen. Wir wollen uns heute dem Thema Angst nähern, aber mit einem positiven, mit einem realitätsnahen Blick. Wir wollen schauen, welche Ängste berechtigt sind, welche überzogen oder irrational in Bezug auf neue Technologie. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und humanoide Roboter in der Pflege alter Menschen. Das sind nur drei Schlagworte für das, was uns in digitaler Hinsicht Angst machen kann oder uns neugierig werden lässt, was unsere Zukunft für uns bereithält. Angst ist nicht immer ein schlechter Ratgeber, aber sie kann den Blick auf Herausforderungen und Möglichkeiten gleichermaßen verstellen. Gehen wir sie also mutig an. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf einen erkenntnisreichen Nachmittag mit hervorragenden Gästen hier auf der Bühne und nachher mit interessanten Gesprächen beim Buffet. Vielen Dank. Ich danke auch. Smartphone-Sucht ist gefallen, digitale Hilflosigkeit, Überwachung, das sind ja auf jeden Fall alles Stichworte vom dystopischen Ende der neuen digitalen Welt. Von der schöneren Seite des digitalen Lebens wird uns jetzt Julia Kläuber berichten. Da freue ich mich sehr drauf, dass sie der Apokalypse gleich mal eine Absage erteilt. Julia Kläuber setzt sich als Gründerin vom SuperLab mit 3R für ethische Nutzung von Technologie ein. Und sie ist Partnerin bei Ashoka, einer NGO, die soziale Unternehmen fördert, die das Potenzial haben, gesellschaftliche Probleme tatsächlich auch zu lösen. Ein optimistisches Herzlich Willkommen, Julia Kläuber. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung als Keynote-Speakerin. Dem Vorstellungstext kann man ja so ein bisschen entnehmen, auch der Vorstellung jetzt. Ich bin Optimistin. Das ist an manchen Tagen mehr wahr, an manchen weniger. Ich lese natürlich auch die Nachrichten, beschäftige mich mit Social Media, bin auf Twitter. Das hat natürlich auch Einfluss auf den Optimismus. Ich will mich aber trotzdem bemühen, heute meinem Ruf als Optimistin gerecht zu werden. In den letzten Monaten habe ich mich viel mit Visionen, mit neuen Narrativen, mit positiven Zukunftsvorstellungen beschäftigt. Und wenn man sich diesen positiven Seiten widmet, dann kommt man irgendwie an den Negativen auch nicht vorbei, an den Apokalypsen, an den Dystopien, die auf Menschen eine magische Anziehung haben. Und ich finde die Auseinandersetzung mit diesen Dystopien und Apokalypsen auch durchaus wichtig. Deswegen will ich im ersten Teil meiner Keynote auf die Angst eingehen, wie sie entsteht, zu welchen Handlungen sie uns verleitet, was die aktuellsten Dystopietrends aus den USA und auch hier aus Deutschland sind. Und aber vorweg, keine Angst, ich werde uns im zweiten Teil wieder aus diesem Tief herausholen. Die Angst vor Überwachung ist normalisiert. Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Frage, ob wir alle brav waren. Während Eltern Überwachungssysteme am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum verinnerlicht haben, nutzen manche die Macht des Panoptikons auch für den heimischen Ruhegewinn. Die Santa Cam wird kurzerhand im Kinderzimmer installiert und signalisiert mit einem roten Blinken, dass der Weihnachtsmann sich jederzeit ins Kinderzimmer einschalten kann und sehen kann, ob ein Kind brav genug ist, um auch mit Geschenken belohnt zu werden. Obwohl die Santa Cam eine Attrappe ist, da ist keine wirkliche Kamera drin, es blinkt einfach nur vor sich hin, scheint sie den Produktbewertungen nach ganz gut zu funktionieren. Samantha schreibt zum Beispiel, good for older kids. My older son doesn't believe in Elf on the Shelf, das sind diese Puppen, die man dann ins Kinderzimmer setzt, this he believes, weil das kennt er natürlich auch, die Überwachungskamera. Jetzt mag man natürlich denken, okay, klar, Beispiel aus den USA, hier in Deutschland ist alles anders, hier sind wir kritischer, was Überwachung angeht, wir legen großen Wert auf unsere Privatsphäre und auch die unserer Kinder, das mag so sein. Gleichzeitig ist die Angst vor diffusen Verbrechen so stark, dass Überwachung teilweise als kleineres Übel gesehen wird oder vielleicht sogar als Chance begriffen wird. Das ist ein Beispiel von einer Firma aus Hamburg, SafeKid One,
ist eine Smartwatch für Kinder, mit der Eltern ihre Kinder tracken können. Sie können auch Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Die Kinder haben so einen Notruf-Button, wo sie dann wiederum Kontakt mit den Eltern aufnehmen können. Und es klingt erstmal gut. Man scheint sich in Sicherheit zu wiegen, aber bei genauerem Hinsehen wird das schnell ins Gegenteil verkehrt. Nämlich neben der Tatsache, dass Tools wie diese Uhr Kindern so ein Stück weit die Selbstständigkeit rauben, gibt es auch ein weiteres Problem damit. Sie schaffen quasi eine Angriffsstelle für Dritte, die an Kinderdaten wollen. Davor warnt dieses Jahr auch die EU-Kommission, nämlich genau vor diesem Produkt. Sie stuft die Uhr wegen mangelnder Verschlüsselung bei der Kommunikation als Sicherheitsrisiko für Kinder ein. Wenn es um Normalisierung von Überwachung geht, dann möchte ich auch noch dieses Beispiel erwähnen. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel aus dem Guardian, wo es darum geht, Überwachung in amerikanischen Schulen. Es gibt ja Angst vor Schießereien, vor Anschlägen. Und in diesen Schulen werden Schülerinnen und Schüler nicht mehr nur videoüberwacht oder müssen transparente Rucksäcke, transparente Flaschen tragen, damit man sehen, was da drinnen ist. Nein, auch die Laptops von Jugendlichen werden überwacht. Jede Suchanfrage, jede E-Mail, jeder Text, der da drauf geschrieben wird, wird durch einen Filter gejagt und soll auffälliges Verhalten erkennen. Das Level an Überwachung, das die Kinder ohnehin schon gewohnt waren, wird damit auf eine ganz neue Stufe gehoben. Kommen wir von der Überwachung, und das ist wirklich der dystopische Teil jetzt, zu der allgegenwärtigen Angst vor neuer Technologie, Angst und Verunsicherung. Wir wissen natürlich längst, dass Technologie nicht neutral ist, dass neue digitale Werkzeuge Lösungen und Problem zugleich sein können. Und dass es immer davon abhängt, wer Technologie für was einsetzt und dass Machtstrukturen dabei natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Das Internet verbindet uns mit unseren Liebsten über geografische Grenzen hinweg. Gleichzeitig kann es uns aber mit Hate Speech überfluten. Über unsere Smartphones navigieren wir uns, wie wir gerade gehört haben, durch die Stadt. Gleichzeitig können sie aber auch jeden Schritt überwachen, den wir tun. Die Liste ist unendlich, da könnte man jetzt unendlich weitergehen. Wie Technologie im Detail funktioniert, welche Daten im Hintergrund übertragen und geteilt werden, das ist für uns oft nicht nachvollziehbar. Oder selbst wenn man es nachvollziehen kann in den Nutzungsbedingungen, dann hat man schlichtweg einfach nicht die Zeit, sich das immer durchzulesen. Und das schürt natürlich auch Angst. Und auf der Suche nach Antworten, was die Zukunft der Technologie für uns bereithält, schauen wir nicht selten in Richtung der Kunst, in Richtung der Science Fiction zum Beispiel. Sie wird so ein Stück weit als Wegbereiter gesehen. Sie erzählt uns quasi schon heute, was uns morgen erwarten wird. Aus ihr kennen wir so Dinge wie Predictive Policing, aus Minority Report zum Beispiel, oder Social Scoring, wie hier in Black Mirror, oder auch Hoverboards, mit denen man in die Zukunft durch die Welt cruisen kann. Manches wird zur scheinbar selbsterfüllenden Prophezeiung, anderes hingegen wie die Hoverboards zur Enttäuschung. Manchmal weiß man gar nicht so recht, hat man es gerade mit einer Utopie oder mit einer Dystopie zu tun. Wie zum Beispiel bei der Präsentation dieses Gefährts letzte Woche. Elon Musk, der Gründerchef von Tesla, hat den Cybertruck vorgestellt. Mit doppelter Absicherung, fortschrittsgewandt, mit Elektroantrieb kann man sich dem bestehenden Konsumkurs hingeben und dem Weltuntergang, und wenn der Weltuntergang naht, kann man sich in diesem kugelsicheren Gefährt in der Edelstahlkarosse verstecken. Kein Auto von morgen, nicht wirklich, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit Science Fiction und Narrativen und Cyberpunk, sondern eigentlich ein Auto von morgen vor 30 Jahren. Also ein Aufguss einer 80er-Jahre-Ästhetik, mit dem man es da zu tun hat. Und auch wenn man in die Kinos gerade guckt, es gibt viele Remakes, viele Reboots, viele Comics, die gerade verfilmt werden. Das heißt, man lehnt sich immer sehr stark in diesen Retro-Stil hinein. Leider ist die große Masse der Erzählungen, der Science-Fiction-Erzählungen, doch eher dystopisch. Der New Yorker, das Magazin, schreibt zum Beispiel, wir leben gerade in einem goldenen Zeitalter für dystopische Fiktion. Es verkauft sich auch einfach besser. Die Geschichten signalisieren uns alle dieselbe Botschaft. Es ist wahrscheinlicher, dass Technologie unser Leben ruinieren wird, als es zu verbessern. Und wir sind diese Geschichten gewohnt. Wir lesen sie tagtäglich, fast egal, welches Medium wir konsumieren. Wir haben eine Affinität für das Bedrohliche. Laut Kognitionswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sind unsere Gehirne geradezu dafür gemacht, unsere Umgebung auf Gefahren hin zu scannen und diese zu analysieren. Das machen wir seit Jahrtausenden so.
Die dystopischen Geschichten sind einfach verständlich und konservativ. Auf uns prasseln täglich negative Schlagzeilen ein und wir versuchen, diese zusammenzusetzen wie so ein Puzzle. Das Problem ist nur, dass sich daraus ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit ergibt, weil wir die positiven Sachen schlicht nicht mehr wahrnehmen. Der Teil mit den negativen Beispielen ist wirklich immer der einfache Teil beim Keynote-Schreiben. Also man öffnet Programme auf seinem Computer, scrollt sich durch Social Media und zack ist der Teil gefüllt mit Dystopien und Angst. Die Geschichten sind einfach, sie sind einfach verständlich. Das Publikum hört zu, schüttelt teilweise den Kopf. Der Teil macht immer Spaß. Komplizierter wird es dann so ein bisschen, wenn wir uns fragen, wie können wir diesen Ängsten eigentlich begegnen? Wo sind die hoffnungsvollen Geschichten, die Narrative jenseits dieser dystopischen Science-Fiction-Kassenschlager? Und noch wichtiger, wie können wir diese positiven Geschichten selbst entwickeln? Auf diesen Ausblick mit den Dystopien folgt nun ein Überblick an möglichen Auswegen aus der Angstdystopie. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Wahrnehmung. Wir müssen unsere Wahrnehmung schärfen, um die Welt um uns herum besser zu verstehen. Und ich möchte mit einem Beispiel aus meinem Alltag starten. Ein Beispiel, das zeigt, dass man vieles teilweise wirklich zu negativ sieht. Manchmal sind die positiven Zukunftsvisionen nämlich näher, als wir denken. Manchmal liegen sie sogar auf unserem alltäglichen Arbeitsweg, wie bei mir. Ich fahre jeden Tag von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg und mein Weg führt mich am Haus der Statistik vorbei. Ein seit circa 10 Jahren leerstehender Bau, eine Ruine im Herzen Berlins, nicht weit von hier, hier rechts. Und ich reg mich seit Jahren mit Freunden, mit Nachbarn darüber auf, dass eben dieses Bauwerk in Bestlage leer steht, während unsere Mieten steigen. Bis mir letztens mal was auffiel, als ich vorbeigefahren bin und ich hatte tatsächlich gerade darüber nachgedacht, was sind denn so die positiven Geschichten, die mich umgeben, und ich sehe, da ist ein bisschen Leben im Erdgeschoss, dieses Haus der Statistik, da tut sich was. Dann habe ich recherchiert und herausgefunden, dass das Haus gerade von einer zivilgesellschaftlichen Initiative gemeinsam mit der Stadt gemeinwohlorientiert entwickelt wird. Sprich, es soll in den nächsten Jahren ein Ort für Kultur, Soziales, für Bildung, für integriertes Wohnen entstehen. Eine kleine Utopie inmitten der Stadt, die vielleicht, wenn sie funktioniert, zum Vorbild werden kann. Etwas, das man schnell übersehen hätte, aber wenn man genau hinblickt, dann doch da ist. Unsere Filter sind ja wirklich häufig auf das Negative gepolt. Letzte Woche war ich zu Gast beim Forum Bellevue, beim Bundespräsidenten, das auch von der Bertelsmann Stiftung veranstaltet wird. Und das Thema war die Zukunft der Demokratie. Zu Gast waren Ian McEwan, britischer Schriftsteller, oder auch der Harvard-Professor Steven Pinker und die Wissenschaftlerin und Professorin Maren Urner. Und Maren Urner hat mir auf dem Podium jemanden ins Gedächtnis gerufen, den ich in Zeiten von Disinformation häufig vermisse. Hans Rosling, der schwedische Professor, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Sicht der Menschen auf die Welt mit Hilfe von Zahlen und Fakten wirklich interessant erklärt zu verändern und ihnen ihre Vorurteile vor Augen zu führen. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag von ihm 2012, wo er mit Klopapierrollen versucht hat oder erklärt hat, wie die Weltbevölkerung wächst. Er hat auch einen sogenannten Ignoranztest entwickelt, bei dem er Menschen um Einschätzung zu bestimmten Themen fragt. Der Ignoranztest war dann auch so ein Beispiel in der Podiumsdiskussion, und zwar der mit der Alphabetisierungsrate der Weltbevölkerung, wo gefragt wird, was denken Sie, wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind alphabetisiert? Sind es 40, 60 oder 80%? Spoiler, die meisten Leute antworten 60%, in Wahrheit sind es aber über 86% laut einer Statistik der UNESCO. Diese Ignoranztests zeigen uns jetzt, dass wir häufig ein wirklich zu negatives Bild von der Realität haben und eine sehr selektive Wahrnehmung. Natürlich kann es jetzt nicht die Lösung sein, sich nur auf die positiven Nachrichten zu fokussieren und diese zu pushen. Es kann aber sehr wohl ein Lösungsansatz sein, auch im Journalismus, wie man an diese negativen Nachrichten herangeht. Und zwar immer zu fragen, was wäre, wenn, was jetzt? Also diese negativen Nachrichten weiterzudenken und sich zu überlegen, welche Lösungen gäbe es denn für ein bestimmtes Problem, welche Auswege aus einer bestimmten Situation. Wenn man mal seine Wahrnehmung geschärft hat und so ein bisschen auch die positiven Dinge im Leben sieht und in den Medien, dann geht es dran, positive Zukunftsnarrative zu entwerfen. Gerade im Kontext von gemeinnütziger und zivilgesellschaftlicher Arbeit hat man häufig sehr wenig Ressourcen.
Es gibt immer viel zu tun, zu wenig Zeit, um Strategien zu entwerfen und sich wirklich intensiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen und zu planen, Visionen zu entwickeln. Nicht selten ist die Arbeit geprägt von etwas sehr Reaktivem. Man reagiert auf Policies, Gesetzesvorschläge. Man überlegt sich Argumente, warum bestimmte Erzählungen von anderen eventuell problematisch sind. Und selten hat man Zeit, an eigenen Narrativen zu feilen und zu arbeiten und diese ins Zentrum der eigenen Kommunikation zu stellen. Ich möchte ein Beispiel bringen, bei dem ich im letzten Jahr mit einem zivilgesellschaftlichen Verein an sowas gearbeitet habe, an positiven Narrativen. Und das ist ein Verein, der nennt sich Digital Freedom Fund hier in Berlin, der arbeitet zu strategischer Prozessführung. Etwas, das eigentlich auch sehr reaktiv ist. Man wartet, bis ein Gesetz veröffentlicht ist und dann guckt man, wie kann man Prozesse führen, um es dann vielleicht doch zu verändern. 2 Tage lang haben sich unterschiedliche Akteure, das waren Menschenrechtsanwälte, Aktivisten, aber auch Softwareentwickler, Entwicklerinnen, zusammengetan und sich überlegt, welche digitalen Rechte brauchen wir denn in der Zukunft? Wie sieht es für uns aus? Welche Bereiche werden da wichtig sein? Wir haben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Grundlage genommen und von dieser Grundlage ausgehend in die Zukunft gedacht. Wir haben uns überlegt, welche Bereiche sind wichtig, welche Leute werden als Erste von bestimmten Dingen betroffen sein, wer sind die Stakeholders und so weiter. Und wir haben dann Szenarios entwickelt. Und in einem Szenario haben wir beispielsweise darüber nachgedacht, das hier ist ein Ausschnitt einer Visualisierung, die wir erstellt haben, was es bedeutet, in Zukunft immer connected, immer verbunden, immer on zu sein. Wenn man in der Zukunft vielleicht sogar Chips im Körper trägt und die einfach nicht ausschalten kann, wie so ein Smartphone. Ob man nicht neben dem Urlaub sowas braucht, wie eine Zeit, in der man nicht nur nicht arbeitet, sondern sich auch disconnecten kann, sich abkappen kann von Netzwerken, von Trackern, von Tools. Ob so eine Zeit, so ein Recht, sich zu disconnecten, vielleicht in Zukunft auch gesetzlich verankert sein muss wie der Urlaub, weil man sich ansonsten nie bestimmten Services, einer bestimmten Überwachungsmaschinerie entkommen kann. Andere Themen waren auch ein Recht auf die Digital Literacy, also ein Recht darauf, auch wirklich die Tools, die Werkzeuge, die uns umgeben, zu durchdringen und zu verstehen. Ein anderes Recht war das Recht auf starke Verschlüsselung und das Recht auf die Transparenz von Algorithmen. Entstanden ist diese Visualisierung und Szenarien. Und ich kann das wirklich jedem Verein, jeder Organisation nur empfehlen, sowas mal zu machen. Was man in solchen Workshops mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern schnell merkt, ist auch, dass es so eine ganze Bandbreite an Visionen, an unterschiedlichen Szenarien, an Wünschen, an Ängsten für die Zukunft gibt. Und dass es sehr wichtig ist, sich diese unterschiedlichen Zukünfte anzugucken. Ein Beispiel, hier ein Beispiel von einer amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin aus Detroit, die arbeitet mit Communities da, mit Gruppen, die marginalisiert sind, und verwendet Science Fiction als Erzählform, um diesen Gruppen zu helfen, sich die Zukunft vorzustellen. Sie nennt es Visionary Fiction. Und in diesen Workshops, die sie da macht, in diesen Büchern, die sie schreibt, da bringt sie diese Leute zusammen, um sich eine Welt zu erträumen, ohne Gefängnisse, ohne Grenzen, ohne Diskriminierung. Was so weit entfernt scheint, dass man sich's nicht vorstellen kann. Aber in diesen Geschichten wird es quasi wahr. Und in diesen Geschichten kann man das erproben. Also Visionary Fiction auch so ein Stück weit als Erprobungsraum. Und was sie auch sagt, ist, dass All Organizing is Science Fiction, Community Organizing, Gruppen zusammenzubringen. Man braucht Narrative, man braucht Geschichten. Es ist nicht so stark, Menschen hinter Problemen zu versammeln, viel stärker Menschen hinter Zielen, hinter Visionen zu versammeln. Ich habe gestern einen Podcast gehört, in dem Esra Kütschig, die Leiterin der Allianz-Stiftung, gesprochen hat. Und sie hat erklärt, warum sie damals ins Gorki-Theater gewechselt ist, bevor sie bei der Allianz-Stiftung angefangen hat. Weil sie nämlich den Eindruck hatte, dass die gemeinnützigen Organisationen, führend mit denen sie gearbeitet hat, zwar auf die richtigen Themen gesetzt haben und auch die Köpfe der Menschen erreicht haben, aber nicht die richtigen Narrative hatten, um auch wirklich die Herzen, die Emotionen der Menschen zu erreichen, was natürlich genauso wichtig ist, weil wir nicht nur aus logischem Denken, sondern auch aus Gefühlen bestehen.
Und hier nochmal ein kurzer Satz zu Narrativen. Vor 2 Jahren hat der Künstler Steve Lambert auf der Republika einen Vortrag gehalten, den ich sehr empfehlen kann, in dem er gesagt hat, wir müssen uns vorstellen, wie Gewinnen aussehen kann. Also wir dürfen nicht immer in Etappenzielen denken, sondern wir müssen uns wirklich vorstellen, wie sieht die Welt aus, wenn wir genau das erreichen, was wir uns gewünscht haben. Und dann auch direkt zu fragen, und was passiert dann? Wie machen wir dann weiter? Vielleicht noch ganz kurz auf dieses sperrige, möchte ich ganz kurz auf dieses sperrige Wort Zukünfte zu sprechen kommen. Im Englischen Futures hört sich einfach viel besser an. Ich habe häufig mit dem Wort gearbeitet und im Deutschen ist es sehr sperrig in der Sprache. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach, dieses sperrige Wort zu etablieren, um wirklich hervorzuheben, was für eine Vielfalt an unterschiedlichen Visionen, an unterschiedlichen Vorstellungen es gibt. Auch das Futurium hier in Berlin bezeichnet sich nicht als Haus der Zukunft, sondern als Haus der Zukünfte. Das heißt, da gibt es schon erste Schritte in Richtung der Etablierung dieser Idee und Ansätze. Natürlich genügt es jetzt nicht, wenn Menschen sich unterschiedliche Vorstellungen machen, die niederschreiben und die dann irgendwo in der Schublade landen, sondern man braucht auch die richtigen Werkzeuge, die Gestaltung ermöglichen. Neue Technologien wie das World Wide Web haben uns vernetzt und uns dabei geholfen, unsere Ideen in die Welt zu tragen. Was ich spannend finde in meiner Arbeit, ist immer zu überlegen, okay, diese ganzen Errungenschaften, was können die uns denn noch alles bieten? Wohin kann es in Zukunft noch führen und welche Werkzeuge brauchen wir dafür? Und dafür möchte ich kurz auf ein Beispiel eingehen, das vor 3 Jahren entwickelt wurde, eine Bürgerbeteiligungsplattform, die in dem EU-Projekt entstanden ist. Das nennt sich Decode. Da hat die Stadt Amsterdam mit der Stadt Barcelona, mehreren kleineren und mittleren Unternehmen zusammengearbeitet, auch Universitäten, und eine Plattform entwickelt, über die Bürger direkt sich in die Politik einbringen können. DCDEAM ist ein politisches Netzwerk, eine Plattform für demokratische Partizipation. Das heißt, man hat als Bürger nicht nur eine Idee, sondern man kann die auch wirklich in die Politik hineintragen. Natürlich braucht es auch die richtigen Strukturen in der Politik. Damals in 2015 in Barcelona war das so, dass die neue Stadtregierung das wirklich als Teil ihrer DNA verstanden hat, diese Bürgerpartizipation, und das wollte. Und einer der ersten Prozesse, die damals durchgeführt wurden mit der Plattform, war ein Prozess, der eigentlich sehr bürokratisch ist, nämlich die Gestaltung der Regierungsagenda. Also welche Punkte werden in den nächsten Jahren verhandelt und behandelt? Und das findet normalerweise immer hinter verschlossenen Türen statt. Aber dank dieser Plattform, dank, dass sie so promoted wurde, haben 40.000 Bürgerinnen und Bürger sich damals aktiv beteiligt. Und 70% aller Maßnahmen, die der Stadtrat jetzt aktuell behandelt oder in den Jahren von 2015 bis jetzt behandelt hat, die stammen von dieser Gruppe. Natürlich gab es auch Offline-Meetings, wo man Bürgerhaushalte und so weiter besprechen konnte. Das Projekt ist auch deswegen ein großartiges Projekt, weil es nicht nur von diesem breiten Konsortium getragen wird, sondern weil es auch als freie Software entwickelt wurde, die jetzt andere Städte kostenfrei verwenden können. Zu den Tools, vielleicht auch noch interessant, Sie haben sich auch sehr darauf fokussiert, welche Infrastruktur brauchen wir eigentlich in Zukunft? Welche offene digitale Infrastruktur, damit Leute Innovationen darauf aufbauen können? Letzte Woche war ich auf dem Ashoka Changemaker Summit und habe 2 Frauen kennengelernt, 2 Sozialunternehmerinnen, Helena Puig und Clara Jimenez. Beide Sozialunternehmerinnen und beide entwickeln Werkzeuge und Plattformen, um das Internet von Hass, Polarisierung und Desinformation zu befreien. Helena hat eine Organisation namens Build abgegründet, die neue Technologien und Peacebuilding-Strategien zusammenbringt, um Polarisierung in Medien entgegenzuwirken. Und Clara Cruz, die hat eine spanische Non-Profit-Medienorganisation gegründet, die Desinformation mit Faktenchecks und Datenjournalismus bekämpft. Und ich denke, genau das sind die Ansätze, die Projekte, die Gründer und Gründerinnen, die sich wirklich im Kern um soziale Themen drehen und damit beschäftigen, die es braucht, um es möglichst vielen zu ermöglichen, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Angst nährt sich aus Unwissen, aus Hilflosigkeit und aus Machtlosigkeit. Um sich zu schützen und Probleme aktiv anzugehen, braucht man natürlich auch eine Grundlage: Wissen und Informationen. Organisationen wie die FSM und die FSF leisten dabei wichtige Arbeit. Sie vernetzen Akteure, helfen Unternehmen bei der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, fördern den bewussten Umgang mit Medien, stehen Eltern, Jugendlichen und Pädagoginnen zur Seite. Mit ihrer Arbeit helfen sie zu skizzieren, wie so eine positive, eine bessere Zukunft aussehen könnte. Eine Zukunft, in der junge Menschen ihre Rechte kennen und Unternehmen und die Gesellschaft sich für ihren Schutz und ihre Aufklärung einsetzen.
So düster der Guardian-Artikel vom Anfang der Präsentation über Schulüberwachung auch war, so hoffnungsvoll waren manche Statements, manche Jugendliche, die zu Wort kamen. Sie haben längst verstanden, welche Auswirkungen die Dauerüberwachung mit sich bringt und wie tief sie in ihre Rechte eingreift. Und sie haben mittlerweile auch Eltern mobilisiert, die sich begonnen haben zu organisieren und sich für die Privatsphäre der Schülerinnen einsetzen. Cancel the Apocalypse, die Apokalypse absagen. Wann immer ich Workshops mit Menschen zu positiven Zukunftsszenarien mache, gibt es diese eine Gruppe oder auch mehrere Gruppen, die die Apokalypse herbeischwört. Die sagt, okay, wir brauchen diese Apokalypse, um Tabula Rasa zu machen und dann anzufangen, eine Welt so zu bauen, wie wir sie uns vorstellen, so zu bauen, ohne die ganzen negativen Auswirkungen. Und ich denke, wir müssen uns von diesem Ansatz verabschieden. Wir können nicht auf eine Apokalypse zusteuern, in der Hoffnung, dass danach einiges für einige wenige besser wird. Eine positive, gerechte und inklusive Zukunft zu entwerfen und umzusetzen, wird nicht einfach werden. Das wird uns viel abverlangen. Es wird Reibung, Kompromisse und Abwägungen geben müssen. Man wird am Anfang des Prozesses nicht wissen, wie das Ergebnis aussehen wird, weil es sich ständig verändern, ständig wandeln und weiterentwickeln wird. Umso wichtiger wird es sein, sich auf starke Werte wie Empathie, Zusammenhalt und Gerechtigkeit zu beziehen. Um die Apokalypse zu canceln, werden wir beides brauchen. Die Utopien als Lichter, die uns den Weg leuchten, und die Dystopien, die dafür sorgen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Vielfalt wird einer der Schlüssel zum Erfolg sein. Vielen Dank. Danke auch für das Schlagen des Bogens. Ich habe tatsächlich eingangs ein bisschen Angst bekommen bei den Dystopien. Hin zu diesen positiven Zukunftsvisionen oder wahrscheinlich müsste man sagen Visionen von Zukünften. Auch wieder was gelernt. Magst du noch kurz hier oben bleiben? Ich habe eine Nachfrage noch und dann würde ich auch gerne das Schlagwort keine Angst, was du gerade aufgeworfen hast, das wir heute wahrscheinlich noch öfter hören und sagen werden, auch schon mal ins Publikum weitergeben. Keine Angst vor Fragen. Sie dürfen gleich auch gerne noch Fragen stellen. Dann wird ein Mikrofon, soweit ich weiß, zu Ihnen fliegen. Also denken Sie ruhig schon mal drüber nach. Ich hätte noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, dass Utopie nicht das Vorhandensein von Technologie ist, sondern unser Umgang als Gesellschaft mit der Technologie. Und da habe ich mich gefragt, wo wir denn jetzt gerade stehen auf diesem Spektrum von Apokalypse bis Utopie. Wo würdest du uns da jetzt verorten? Ich glaube, man kann das nicht so einfach beantworten, weil die Utopie des einen ist vielleicht auch die Dystopie des anderen. Also es kommt wirklich immer auf den Blickwinkel drauf an, aus dem man es auch betrachtet. Also ich glaube, es gibt nicht so den einen Punkt, an dem die Gesellschaft sich gerade befindet, sondern ganz viele unterschiedliche Punkte. Das habe ich auch versucht, mit diesen Zukünften, mit dieser Vielfalt zu transportieren, wo es ein ständiges Abwiegen gibt und wo man auch gucken muss, meine Utopie, wie beeinträchtigt die vielleicht jemanden anderen. Die Tatsache, dass ich mit einem Uber von Door to Door fahren kann und da mich bequem durchbewege, was bedeutet das vielleicht für Leute, die sich das nicht leisten können und irgendwann keinen öffentlichen Nahverkehr mehr haben? Also ich glaube, so muss man Beispiele eigentlich immer angehen und die betrachten. Also nicht versuchen zu pauschalisieren, sondern sich wirklich mit den Themen und mit unterschiedlichen Sichtweisen zu beschäftigen. Danke dafür. Gibt es da noch Fragen? Sonst, also ich an Ihrer Stelle würde die Chance jetzt ergreifen, mir ins Wort zu fallen, sonst mache ich nämlich hier direkt weiter. Ich sehe keine, ja? Denn du hattest die Organisation BuildUp erwähnt, die sich dafür einsetzt, Polarisierung in sozialen Netzwerken entgegenzuwirken. Kannst du da ein bisschen mehr sagen, wie die das genau machen wollen? Denn das wäre ja wirklich sehr hilfreich. Ganz interessanter Ansatz. Ich habe den auch erst letzte Woche kennengelernt, wie gesagt. Und zwar funktioniert das so. Sie sehen quasi, wer oder über ihre Tools sehen sie, welche Leute gerade polarisierende Nachrichten bekommen, darauf reagieren auch. Man erkennt ja diese Nachrichten dann auch, beziehungsweise weiß, was gestreut wird, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann machen sie einen Chat mit den Leuten auf, beziehungsweise schicken denen eine Nachricht und sagen,
Moment, also hier ist diese polarisierende Diskussion, auf die du dich gerade einlässt. Hier sind Fakten dazu und versuchen, mit den Leuten in Dialog zu kommen. Also es ist in dem Fall auch nicht immer ein Bot, der einen anspricht, sondern tatsächlich Menschen. Sobald jemand reagiert auf der anderen Seite, entsteht dann ein Gespräch. Was ich ganz interessant fand, weil es natürlich auch diesen Ansatz gab, so wie kann man eine Technologie entwickeln, die möglichst gut skaliert und die man dann da einfach drauf wirft. Aber teilweise braucht es halt auch einfach dieses Gespräch mit einem anderen Menschen, mit dem man sich austauschen kann. Und die Organisation meinte auch, ihnen geht es auch darum, den Leuten, die in solche Diskussionen reinkommen, denen zu zeigen, so wir hören dir zu, wir hören deine Meinung und deine Bedenken und so eben dann noch extremeren Meinungen entgegenzuwirken, weil oft kommt nämlich so eine Extremisierung dadurch, dass Leute sich nicht gehört fühlen und sagen so, ja, und jetzt bin ich wütend und jetzt erst recht. Mhm. Also dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ja. Sehr interessanter Ansatz. Ich hoffe, dass wir davon noch viel hören. Danke an dieser Stelle. Das Wasser darfst du gerne mitnehmen. Danke für den Impuls und die vielen Fragen, die du aufgeworfen hast, zumindest bei mir und auf die wir auf jeden Fall auch im weiteren Verlauf dieses Nachmittags noch eingehen werden. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel erstmal auf den Einfluss der Digitalisierung auf die Individuen und die Gesellschaft als Ganzes konzentrieren werden, dafür bitte ich auf die Bühne. Und auch da dürfen Sie gleich wieder Fragen stellen. Herr Dr. Johannes Weyer, Professor für Techniksoziologie an der Technischen Universität in Dortmund. Und ich freue mich zu sehen, dass auch Dr. Mazda Adli zu uns gekommen ist, Psychiater und Stressforscher, Chefarzt an der Fliedner Klinik hier in Berlin. Hallo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo. Ab in die Knautschzone, würde ich sagen. Auf einen Punkt würde ich gerne unbedingt noch eingehen, der gerade im Vortrag erwähnt wurde, weil ich den eigentlich nicht wahrhaben will. Und zwar ging es da um die Dystopien, dass die sich einfach besser verkaufen und wir vielleicht die positiven Dinge schlicht nicht wahrnehmen. Herr Adli, Sie als Psychiater, bitte sagen Sie doch, dass das so einfach nicht stimmt. Also nein, so ein grundsätzlich pessimistisch bin ich da eigentlich nicht. Es gibt in der Tat zwar in bestimmten Situationen eine größere Empfänglichkeit für negative Nachrichten, aber es kommt immer darauf an, wie man diese Nachrichten verkauft, wie sie geframed werden. Darüber können wir uns vielleicht auch gleich nochmal im... Jetzt die guten Nachrichten? Oder? Überhaupt Nachrichten framed, aber und grundsätzlich ist es aber so, dass wir Menschen eher hinhören, wenn es negative Nachrichten zu hören gibt. Was können wir dagegen tun, wo Sie jetzt gerade schon das Stichwort haben? Da gibt's eigentlich, wie können wir auch, unsere positiven Botschaften besser verkaufen? Ja, ich muss erstmal richtigstellen, es ist ja gar nicht so falsch, dass wir bei bedrohlichen Dingen eher aufmerksam werden. Das hat uns in der Evolution auch dazu verholfen, adäquat zu reagieren und Gefahren, Bedrohungsszenarien und so weiter sind nun mal existenziell bedeutsamer, weil sie im Zweifel über Leben und Tod entscheiden. Deswegen sind wir da einfach schneller. Ja. Bei positiven Nachrichten geht es ein bisschen gemütlicher zu im Gehirn und deswegen brauchen wir da manchmal auch etwas länger, um auch zu begreifen, dass etwas positiver ist. Also das ist sozusagen, es gibt so einen emotionalen Bias. Mhm. Das heißt, zusammengefasst, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir mal Angst haben. Vom Grundsatz her nicht, aber diesen Mechanismus und dass das so ist, kann man theoretisch missbrauchen und darin besteht die Gefahr. Mhm. Um nochmal auf dieses positive Framing zurückzukommen, wie kann man den denn positiv missbrauchen, also von der Angst wegkommen? Es kommt jetzt darauf an, worüber wir genau sprechen. Mhm. Wir nehmen positive Nachrichten, Informationen und so weiter immer dann gut auf, wenn sie zum Beispiel gut verständlich sind, wenn sie moderiert sind, wenn sie in Worte gefasst sind, wenn man sie nochmal nachlesen kann.
dann, das heißt sozusagen in der Konsequenz, wenn es jetzt zum Beispiel um den Umgang mit Nachrichten und Headlines und sowas geht, dass wir sozusagen auf das gedruckte, gelesene Wort empfindlicher reagieren, wenn es darum geht, auch was sozusagen einen positiven Kontext mitzubekommen. Während wenn nur Bilder transportiert werden, wir eher das Negative rausfiltern. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wo wir eben bei dem Wert von Angst auch waren, dass Angst auch evolutionsgeschichtlich eine Schutzfunktion für uns hatte. Ist das bei Stress eigentlich genauso? Kann Stress auch was Gutes sein? Absolut. Also Stress, diejenigen unter unseren Vorfahren, die keinen Stress empfunden haben, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, sind auch eher nicht unsere Vorfahren geworden. Also es ist schon so, dass im Laufe der Evolution sozusagen Stress als ein lebenserhaltender Mechanismus sozusagen sozusagen positiv rausselektiert wurde und sich erhalten hat. Und Stress, also akuter Stress zumindest, ist ganz eng mit dem Gefühl der Angst verbunden. Also insofern ist auch Angst erstmal gar nichts Negatives, sondern eine ganz natürliche Emotion, die wir sozusagen in uns verspüren können und die auch eben dafür sorgt, dass wir unserer Umwelt gegenüber adäquat auftreten, weglaufen, wenn es brenzlig wird, oder auch mal zupacken, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in einer Situation überlegen. Fight-of-Flight-Reaktion nennt man das ja. Also Stress ist etwas ganz Normales und erstmal etwas, ja, auch was Gesundes. Ja. Ich ahne schon, wie der Satz weitergeht. Erstmal etwas Gesundes, aber das ist wahrscheinlich wieder nicht schwarz und weiß zu sehen. Ab wann wird denn Stress zu viel Stress? Also problematisch wird es, wenn Stress chronisch ist. Also wenn wir unter Dauerstress geraten, wenn der Stress sich nicht mehr abschalten lässt, wenn wir ihn als unbeeinflussbar erleben und vor allen Dingen auch unvorhersehbar, dann wird Stress zu etwas Toxischem, eben auch für unsere Gesundheit. Jetzt gehe ich fast davon aus, dass in dieser digitalen Echtzeitgesellschaft, in der wir leben, der Stresspegel für viele angestiegen ist und auch das Gefühl, dass wir den Stresspegel überhaupt nicht beeinflussen können, dass wir permanent Nachrichten ausgesetzt sind oder uns denen auch aussetzen. Was macht das mit dem oder der Einzelnen? Also das ist tatsächlich im Kontext von Stresserleben ein relevanter Punkt, weil man davon ausgehen kann, dass sozusagen das ständige Online-Sein, das ständige damit auch angeschaltet sein, auch im Organismus und biologisch dafür sorgt, dass wir ständig angeschaltet sind. Deswegen fand ich gerade das Plädoyer für sozusagen, dass es auch ein Menschenrecht auf Auszeit gibt, eigentlich sehr richtig. Also sozusagen aus einer medizinischen Warte betrachtet, ist das absolut zu unterstützen und auch einzufordern. Und ich will dabei gleichzeitig gar nicht jetzt so einen, ich kann der digitalen Welt auch sehr viel abgewinnen, und weil sie auch einen relevanten Teil unseres gesellschaftlichen Fortschritts bedingt, aber gewusst wie. Und dauerhafte auf Empfang sein, angeschaltet sein, das geht uns sozusagen auf die Psyche und das fordert auch, das geht auf Kosten unserer psychischen Gesundheit und das sehen wir auch so im täglich, in meinem ärztlichen Alltag sehe ich das auch, dass das die Menschen belastet. Und dann verordnen Sie Digital Detox, mal ausschalten? Zum Beispiel, ja, das also zumindest eine gute Portionierung davon. Und also wenn jemand bei uns in der Klinik ist, da ist das sowieso sehr streng geregelt. Dann darf man sozusagen während der Klinikzeiten auch sein Smartphone und so nicht benutzen, nur in der Mittagspause und so. Da lernt man dann schon auch und manche machen da erstmals die Erfahrung, dass trotzdem alles weiter funktioniert. Ja. Das ist manchmal eine ganz relevante Grunderfahrung, die dann auch gemacht wird. Und grundsätzlich aber eben, dass man eben für Auszeiten sorgt, dass man nicht
im Bett noch E-Mails verschickt und sowas macht. Also wir wissen so aus Erhebungen des BKK-Bundesverbandes, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass jeder fünfte Bundesbürger noch eben vor dem Schlafengehen, also im Bett liegend, irgendwas für die Arbeit macht mittels Smartphone. Und das wahrscheinlich weiß auch jeder fünfte Bundesbürger, dass er das besser nicht tun sollte, aber es ist so schwer auszusteigen. Herr Weyer, schmeißen Sie sich einfach ins Gespräch. Genau, ich meine, Stress gab es ja auch in der analogen Welt. Die Kunst ist ja, Grenzen zu setzen, zum Beispiel sich selbst zu verbieten, abends im Bett noch E-Mail zu checken. Und da ist ja nicht nur der Einzelne gefragt, da sind ja auch die Organisationen gefragt. Ich weiß, dass VW, die Information ist nicht sehr aktuell, vor 2 Jahren ungefähr beschlossen hat, die E-Mail-Server um 19 Uhr abzuschalten, damit die Mitarbeiter einfach nicht in die Versuchung geraten, abends ihre E-Mail zu checken. Das heißt also Stressvorbeugung, Sie sind der Experte, ich bin der Laie in Sachen Stress, aber es hängt ja auch damit zusammen, sich selbst und gemeinsam mit anderen Grenzen zu definieren und Zumutungen abzuwehren und gewisserweise eine eigene Autonomie auch zu wahren auf diese Art und Weise. Wobei dieses Beispiel VW, das hat fast mehr PR-Relevanz gehabt als Gesundheitsrelevanz. Ja. Am Ende die leitenden Mitarbeiter, für die galt das nämlich nicht, der abgeschaltete Server. Immerhin, immerhin. Die Leitenden, das heißt, die haben weiter gelitten oder die haben dann in ihrer Vorbildfunktion nicht mehr funktionieren können, weil sie weiter nachts ihre Mails gelesen haben und die gemeine Angestellte dachte, ich müsste das auch machen. Beides tatsächlich. Ne, dann, und ich weiß jetzt da keine Interna, ich weiß nur, dass es für die leitende Liga nicht galt, sondern eben nur sozusagen für den durchschnittlichen Volkswagen-Mitarbeiter, und im Zweifel hat die ganze Leitungsetage dann noch spätabends noch fleißig weiter Arbeitsaufträge versandt, die eingeschalteten Mitarbeiter auf der Arbeitsebene dann am nächsten Morgen im Bolus sozusagen entgegengenommen haben, weiß ich nicht. Aber es zeigt aber auf jeden Fall in der Tat, wie schwer es ist, auch für betriebliche Gesundheitsvorsorgemaßnahmen. Und dazu gehört ja das Beispiel VW auch, und wie weit die eigentlich reinreichen müssen, nämlich tatsächlich bis in die heimischen Schlafzimmer quasi hinein, um dann auch wirklich wirksam werden zu können. Ich habe mich auch innerlich gerade aufseufzen hören, als Sie erzählt haben, dass es bei Ihnen in der Klinik dann für Patienten nicht erlaubt ist, digitale Medien zu benutzen. Das ist, ach, schön, wenn man mal von außen dazu gebracht wird, ohne jetzt das Leid dieser Person niedrig einsortieren zu wollen. Gibt es unterschiedliche Menschen, die eben unterschiedlich umgehen können mit den Reizüberflutungen? Na klar, also das wie mit jeder Form von Stress sind die Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Skills ausgestattet, um damit umzugehen. Das hängt ganz stark von der Persönlichkeitsstruktur ab, zum Beispiel, und welche Stress-Coping-Skills ich zur Verfügung habe, ob ich mich gut abgrenzen kann, ob ich gut priorisieren kann, zum Beispiel, und Wichtiges von Unwichtigem trennen kann, eine Reihenfolge in die Dinge bringen kann, oder ob ich mich jedes Mal unter Druck setze, alles gleichzeitig erledigen zu müssen und dadurch am Ende nichts sehen bekomme. Und ich vermute mal fast auch ein bisschen vom Alter. Ich unterstelle, dass jüngere Generationen vielleicht besser klarkommen mit oder schon besser gelernt haben, damit aufgewachsen sind mit diesen diversen Einflüssen jederzeit. Ja, also mit den digitalen Instrumenten mit Sicherheit ja. Also da gibt es sozusagen natürlich dann auch eine Kompetenz, die sehr viel früher schon erlernt wurde bei den jüngeren Generationen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass dafür ältere Generationen sehr viel schneller in der Lage sind, Gelassenheit zu entwickeln gegenüber Multitasking oder parallelen Anforderungen. Also es hat seine Vor- und Nachteile, und wir können nicht hoffen, dass der digital evozierte Stress sich rauswächst aus der Gesellschaft, zumindest nicht in naher Zukunft. Nee, ich glaube, einfach so zurücklehnen und darauf hoffen, dass es sich rauswächst, weil da alle irgendwann Digital Natives sind, ja, bis in die hohen Altersgruppen hinein, glaube ich nicht. Es geht eben wirklich darum, also wenn ich weiß, wie ich schnell und flott mit verschiedenen Anwendungen online umgehe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich weiß, wie ich das für mich dosiere und wie ich den Ausstieg finde, wann ich auch mal abschalten kann und
Das heißt es ja noch wirklich noch lange nicht. Und deswegen brauchen wir durchaus etwas, was den Umgang, den gesunden Umgang mit digitaler Technologie und deren Anwendungen ermöglicht und auch in der Gesellschaft letztlich auch herausreifen lässt. Sie meinen Anweisungen von außen, vom Arbeitgeber, genau. Institutionen? Also, eigentlich ja, man braucht sowas wie wie Leitlinien, also so wie wir auch wissen, wie wir uns gesund ernähren. Und dazu gibt es ja auch verschiedene Anleitungen und Leitlinien und all das kann man irgendwie nachlesen. Oder wie man sich richtig die Zähne putzt zum Beispiel, können wir sehr gut gebrauchen, auch eine Anleitung, wie man gut zum Beispiel mit dem Smartphone im Alltag umgeht. Was passiert denn im schlechteren Fall mit uns, wenn wir eben dieser sehr großen Gleichzeitigkeit nicht gewachsen sind? Was macht das mit uns? Na, im Zweifel ist das eben ein Grund für chronisches Stresserleben. Mhm. Also wir wissen zum Beispiel auch aus verschiedenen Studien zu Arbeits zu Belastung von Beschäftigten in Betrieben, egal ehrlich gesagt, in welches Land man guckt, ergibt es immer ähnlich, dass das Multitasking das beeinflusst werden durch unterschiedliche Kanäle und elektronische Kanäle eben ein relevanter Arbeitsstressor ist oder eben auch als gesundheitsrelevante Belastung empfunden wird. Und ich meine tatsächlich, was für Folgen hat chronischer Stress für uns körperlich? Das kann am Ende, das erklärt eine ganze Reihe von Stressfolgeerkrankungen. Mhm. Die bekannteste aus meinem Gebiet, ich bin Psychiater, ist die Depression, häufig gelabelt heute unter dem mit dem Begriff Burnout, aber wir wissen, dass dahinter in der Regel auch meistens jedenfalls depressive Erkrankungen dann stehen. Also das ist so ein Beispiel. Es gibt aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Stoffwechselprobleme, Blutzuckerschwankungen und so weiter, die letztlich Folge von chronischem Stresserleben sein können. Wo natürlich nicht nur unser digitales Leben mit reinspielt. Leben in der Stadt haben Sie zum Beispiel erforscht, hat einen nicht so positiven Einfluss. Genau, ja, das ist jetzt ein besonderes Forschungsthema von mir, wie Stadtleben auf unsere Psyche wirkt, wo dort sozusagen chronische Stressoren lauern, um es jetzt mal etwas überspitzt zu sagen, aber wie man dem auch vorbeugen kann durch gute resilienzschaffende Stadtplanung. Das ist in der Tat eines meiner großen Interessensgebiete. Da geht es dann eher um sozialen Stress, also der Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen auf begrenztem Raum entsteht. Stressoren gibt es in unserer modernen Lebensumwelt, aber schon immer eigentlich im Leben von Menschen, zahlreiche. Und es ist dann manchmal der berufliche Stress. Stress im privaten Leben, zu Hause ist ganz häufig Grund für psychische Erkrankungen, gerade für Depressionen. Und meistens kommt eins zum anderen. Also wenn man beruflich und chronischem Stress ausgesetzt ist, auch durch ständiges Eingeschaltetsein und dann noch zu Hause ein Problem dazu kommt und einem plötzlich sozusagen der private Schutzraum irgendwie abhanden kommt und da vielleicht auch Konflikte entstehen, dann werden die Menschen krank. Sie haben gerade das Stichwort Vorbeugung genannt. Ich wäre total dankbar um ein paar Tipps. Sie haben auch gesagt, dass unser Gehirn einfach nicht dafür geschaffen ist, für die Schnelligkeit und Reize, denen wir täglich ausgesetzt sind, in einem Interview mit Ihnen, das ich gelesen habe. Jetzt leben wir aber nun mal in dieser Welt, in der wir leben, und wir haben nur diese eine Festplatte und können die leider nicht nachrüsten. Was machen wir denn jetzt? Also im Prinzip ist in der Tat, also in der Tat ist die richtige Frage, was können wir an Präventionsmaßnahmen denn eigentlich tun? Wir sind dem Ganzen ja überhaupt nicht schutzlos ausgeliefert. Es gibt viel, was man machen kann, um zum Beispiel das Stresshormonsystem im Körper zu normalisieren, was bei chronischem Stress einfach gesagt sozusagen außer Rand und Band gerät. Und wenn ich weiß, dass unter chronischer Stresseinwirkung
mein Stresshormonsystem dauerhaft angeschaltet ist, dann und ich dann auch weiß, dass irgendwann dieses Stresshormonsystem sich nicht mehr von alleine runterregulieren kann, wenn es dauerhaft angeschaltet bleibt, dann gilt es nach Verfahren zu suchen, um dann sozusagen von außen dieses Stresshormonsystem runter zu regulieren. Das geht zum Beispiel durch Sport. Das ist ein ganz sehr, sehr wirksames Mittel. Kann man auch nachmessen, wenn man Stresshormone misst im Körper. Also 2x30 Minuten pro Woche ist zum Beispiel etwas, was wirkt und was auch vorbeugend wirkt. Damit kann man Depressionen vorbeugen, zum Beispiel. Um mal ein Beispiel zu sagen. Dass gesunder Schlaf wirkt und auch ausreichende Schlafzeit hilfreich ist, das weiß jeder, ist sozusagen tradiertes Volkswissen. Was aber nicht so viele wissen, ist, dass es sich auch lohnt, gemäß seines eigenen Chronotyps seinen Alltag einzurichten, sofern das möglich ist. Viele von uns sind ja Frühtypen oder eben Spättypen oder irgendwas dazwischen, Eulen oder Lerchen, sagt man ja auch. Und 10% der Deutschen gehören zu den extremen Chronotypen, sind also extreme Früh- oder extreme Spättypen. Und gerade die extremen Spättypen, von denen es eben auch viele gibt, die geraten unter Stress, wenn sie einen Beruf haben, bei der man zum Beispiel morgens um 7 schon nicht nur gerade sitzen muss, sondern auch konzentriert schwierige Entscheidungen zu fällen hat. Schulpflichtige Kinder zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Es gibt ja auch Studien in der Tat, die zeigen, dass wenn man die Schule um eine Stunde später beginnen lässt, dass dann die Schulnote in der gesamten Schule um eine ganze Note besser wird. Also es lohnt sich, auf den Chronotyp zu achten. Und ich kann auch noch anekdotisch so aus meiner Arbeit berichten, dass man, das ist häufig ein ganz häufiger Grund von Paar- und Ehekonflikten, wenn die chronobiologisch nicht zueinander passen und eine Lerche mit einer Eule verheiratet ist, wenn die eine sozusagen ausgeschlafen hat, wird der andere Partner, macht sich dann eigentlich erst gerade fertig, um ins Bett zu gehen. Das geht manchmal nicht gut. Ja. Gut, das waren jetzt vorbeugende Maßnahmen und Tipps für Individuen. Gibt es vielleicht auch Eulen- und Lerchengesellschaften, habe ich mich gerade gefragt. Kommen wir zurück zur Digitalisierung. Welchen Einfluss, Herr Weyer, hat denn die Digitalisierung auf uns als Kollektiv? Können Sie da was zu sagen? Oder ist das zu global gefragt? Nö, die Digitalisierung verändert ja unsere Gesellschaft. Ich spreche in letzter Zeit von der Echtzeitgesellschaft. Wir leben hier im Echtzeitmodus. Und dieser Echtzeitmodus ist sicher auch ein stressauslösender Faktor. Sie wissen alle, wenn Sie früher Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten einen Brief geschrieben haben, dann haben Sie vielleicht eine Woche später eine Antwort bekommen. Also zumindest war das in meiner Studentenzeit in den 70er und 80er Jahren so, dass man ungefähr eine Woche warten musste. Und ich sehe einige, die haben ihr Handy in der Hand, sie haben gerade eine WhatsApp geschrieben. Und in dem Moment, wo sie es losgeschickt haben, haben sie ja schon wieder die Antwort. Das heißt, wir leben in einer, die Digitalisierung ermöglicht eine enorme Beschleunigung. Und mein jener Kollege Hartmut Rose hat ja viele dicke Bücher darüber geschrieben, dass diese Beschleunigung zum Burnout und zum Stress führt. Und ich finde das ganz spannend und ich denke, da sollte man auch drüber nachdenken, das sollte man ernst nehmen. Ich gehe so einen Schritt weiter, indem ich frage, was macht diese Digitalisierung, wie verändert die unser Leben? Vor allem dadurch, dass ja der private Alltag zunehmend auch digital erfasst wird. Also nicht mehr nur Dinge, wo man ja sagen würde, okay, das müssen wir digitalisieren in der Produktion oder was auch immer, das müssen wir automatisch erfassen, sondern auch mein privater Alltag wird ja jetzt mittlerweile digital erfasst und das verändert vieles. Das verändert mein Leben als Individuum, aber verändert auch unser gesellschaftliches Zusammenleben. Das klingt jetzt so von außen aufgestülpt, aber viele erfassen ihren Alltag, ihr eigenes Leben ja auch gerne selber digital, messen ihre Schritte, die sie am Tag gemacht haben, ihren Puls, ihren Herzrhythmus, ihre Schlafstunden. Ja. Das ist dieses Phänomen der digitalen Selbstvermessung, wo man weiß, das hat es immer gegeben. Denken Sie an die Literatur der Romantik, die Tagebücher, die da aufkamen als eine literarische Form, wo man einfach versucht hat, sein Leben zu vermessen, zu beschreiben und dadurch auch bestimmte Dinge zu verstehen. Ich muss gestehen, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit meinem Bauch. Ich habe also schon vor 30 Jahren begonnen, so eine Excel-Tabelle auszufüllen und morgens mich auf die Waage zu stellen und zu gucken,
Ich bin Selbstvermesser immer schon gewesen und bin jetzt froh, dass das heutzutage elektronisch funktioniert und dass ich nicht mehr das alles in der Excel-Tabelle selbst aufschreiben muss. Also das ist Teil unseres Alltags. Wenn Sie Sport treiben, werden Sie wahrscheinlich so eine Sportuhr haben und Ihre Trainingserfolge vermessen. Das ist Teil unseres Alltags immer schon gewesen. Aber die Digitalisierung verändert das, intensiviert das Ganze und macht das Ganze natürlich auch durchschaubar. Sie können jetzt Ihre Trainingsdaten mit anderen teilen und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier wiederum sind im Grunde Trends, die wir immer schon hatten in der Gesellschaft, die jetzt aber durch die Digitalisierung erheblich verstärkt werden. Und die Frage ist natürlich, das ist ja das Thema, müssen wir Angst bekommen davor? Ja, wir wollen ja gar nicht immer auf der Angst rumreiten, aber gerade an diesem Thema sieht man so schön, dass es eben beide Seiten hat. Ne? Also Sie haben sowieso schon immer aufwendig Excel-Tabellen ausgefüllt, das geht jetzt alles viel leichter, aber trotzdem bleiben die Daten dann im Zweifel nicht nur bei Ihnen, sondern gehen auch an das Unternehmen, das in den USA sitzt und wir wissen gar nicht so ganz genau, was mit Ihren Bauchfettdaten jetzt eigentlich da passiert. Aber bleiben wir bei den positiven Beispielen. Was kommt Ihnen denn da als erstes in Sinn, wenn Sie an schöne Beispiele gelungener neuer Technologien für die Gesellschaft denken? Ja, jedes Beispiel kann man natürlich in die negative und auch in die positive Richtung drehen. Und ich denke, die Echtzeit, was ist das denn? Ich mache das Bing. Abgenommen. Ich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Ich gucke mal gerade. Also ich mache das gleich. Wenn Herr Adler, eine Nachricht. Ich bin im Flugmodus, aber irgendwie macht das jetzt Bing. Nein, es gibt natürlich viele, viele tolle Dinge, die die Digitalisierung uns gebracht hat. Also mein Lieblingsbeispiel ist natürlich die Echtzeitnavigation. Also, oder auch die. Also ich war vor 20 Jahren, musste ich relativ weit mit dem Zug pendeln. Ich musste immer 3 Tage vorher zum Bahnhof gehen, um mir mein Bundesbahnticket, damals noch Bundesbahn, ne? Bundesbahnticket zu holen. Mittlerweile mache ich das auf dem Weg zum Bahnhof, indem ich tipp in mein Smartphone eintippe. Ich meine, gerade wieder im Zug die S-Bahn-Karte gekauft. Das kann man auch machen. Das ist riskant, weil sie nicht überall 3G haben. Wenn sie dann einen Verbindungsabbruch haben, haben sie Probleme, das dem Beschaffner zu erklären. Aber ich meine, die Digitalisierung hat da sehr, sehr viel Positives gebracht, wo wir natürlich erstmal lernen müssen, mit umzugehen, wo wir auch den Versuchungen nicht zu erliegen, lernen müssen, uns dadurch nicht stressen zu lassen. Aber ich finde also gerade die Möglichkeit, sich mit einer Navigations-App durch die Stadt leiten zu lassen, um Staus umfahren zu lassen und so weiter, das ist für mich als Einzelner natürlich ein Riesengewinn. Und jetzt komme ich so als Soziologe rein, der nicht nur den Einzelnen sich anguckt, sondern die gesamte Gesellschaft. Die Möglichkeit, Verkehrssysteme, Energiesysteme zu steuern, auch nachhaltig zu steuern, auch umzusteuern, ist ja durch die Digitalisierung enorm gewachsen. Also sehe ich eine Riesenchance. Kommen wir gleich nochmal auf die Chance. Ich würde gerne nochmal bei der Navigation bleiben und Sie schalten sich jederzeit ein, wenn Sie möchten. Ja. Wollten Sie gerade was dazu sagen? Nein, ich wollte eigentlich das eigentlich auch nochmal unterstützen. Also natürlich gibt es durch die Möglichkeit digitaler Anwendungen eine Riesenchance. Also es gibt ja Länder oder auch globale Regionen, deren Alltag ist noch weitaus durchdigitalisierter als unserer. Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt. Also denken Sie an bestimmte Länder Südostasiens, an Japan zum Beispiel oder Korea. Da ist ja kein Witz dagegen, wie das bei uns sozusagen noch gehandhabt wird. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass auch durchaus ältere Menschen gerade mit ihrem Smartphone sehr viel besser so in zum Beispiel in den öffentlichen Personennahverkehr den für sich nutzen können. Und was gerade für ältere Menschen ja relevant ist, weil wenn man älter wird, dann verliert man dann doch möglicherweise etwas mehr an Aktionsradius, wenn es irgendwie gesundheitliche Probleme gibt vor allen Dingen. Und wenn man dann weiß, wie man sich gut und durch die Stadt von einem Ort zum nächsten bringen kann und wenn das dann auch alles gut aufeinander abgestimmt ist, die verschiedenen Nahverkehrsoptionen, das hat ja auch sehr viel mit Digitalisierung im öffentlichen Personennahverkehr zu tun, dann ist die Mischung natürlich toll und dann ist es auch ein guter Weg, um zum Beispiel auch
gesundheitsrelevantem Stress eher vorzubeugen, ne? Der dann zum Beispiel Isolationsstress ist, dem ältere Menschen eher unterliegen. Ja, zum optimierten Nahverkehr will Herr Weyer wahrscheinlich gleich rein. Das gerne auch, aber es sind nicht nur die asiatischen Länder, die uns voraus sind. Kenia. In Kenia zahlt man seit 15 Jahren mit digitalem Geld. Die sind um Lichtjahre weiter als wir. M-Pesa heißt das System. Wenn Sie es noch nicht kennen, googeln Sie das mal oder gucken Sie es bei Wikipedia nach. Ist einfach genial. Der Bauer, die Bäuerin auf dem Land, wo es nie eine Bankfiliale gegeben hat, kann mit einem billigen Smartphone Transaktionen tätigen. Also die Digitalisierung bringt nicht nur in ostasiatischen Ländern Riesenvorteile, sondern auch in afrikanischen Ländern. Ich sehe vieles als große Chance. Ich denke, man soll über die Risiken nicht hinwegsehen. Über die werden wir wahrscheinlich gleich auch noch reden. Aber ich denke, die Digitalisierung bietet in vielen Dingen großartige Chancen. In dem Fall vielleicht auch, weil es nie eine Bank gab. Julia Kläuber hat ja eben die Prediger der Apokalypse erwähnt, die auf einen Tabula Rasa hoffen, damit man von vorne anfangen kann. Soweit müssen wir vielleicht nicht gehen. Was ich gerade interessant fand bei Ihrem Beispiel, dass es gerade die älteren Leute sind, denen digitale Hilfsmittel eigentlich auch helfen können. Ich habe eher das Gefühl, bei uns in unserer Gesellschaft, zumindest in meinem Bekanntenkreis, gibt es eher bei Älteren auch viele Ressentiments oder Berührungsängste. Angst vor Datenklau, Angst mit dem Smartphone nicht klarkommen zu können. Herr Weyer, wie würden Sie das einschätzen? Wie technikskeptisch sind die Deutschen tatsächlich? Wir hatten schon das Stichwort gehört oder es stand eine Ankündigung, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also diese German Angst, die ist ja, ein sprichwörtliche in den USA. Gibt es das wirklich? Sind wir Deutschen so eine Technikskeptiker? Also ich kenne das Stichwort und es wird ja auch immer wieder bemüht, die typische deutsche Technikfeindlichkeit. Es gibt jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen, die das Gegenteil belegen. Ich kenne eine Studie zum Beispiel von der Europäischen Union, wird hier regelmäßig durchgeführt, wo die Länder verglichen werden. Und auf einer Skala von 0 bis 100 ist der europäische Durchschnitt bei 66. Wir Deutschen liegen bei 54. Jetzt werden Sie sagen, oh, sind wir schlecht. Und warum sind die anderen, zum Beispiel Spanien, Schweden und Bulgarien, nee, Spanien, Griechenland und Bulgarien sind ganz oben mit 70 um die Drehung. Also wir sind deutlich schlechter als die Spitzenreiter, aber nicht so viel schlechter als der europäische Durchschnitt. Und insgesamt haben wir eine positive Einstellung gegenüber Technik. Also man kann nicht grundlegend sagen, dass die Deutschen technikfeindlich sind. Ich glaube, das ist so ein Erbe der Anti-AKW oder der AKW-Diskussion aus den 70er Jahren, wo in Deutschland es massiv, anders als in anderen europäischen Ländern, eine Bewegung gegen eine Technik gab. Eine Technik, die damals als bedrohlich, als unheimlich und als schleichende Gefahr empfunden wurde. Das war in Deutschland wesentlich stärker als in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Frankreich, so gut wie gar nicht. Ich glaube, da kommt dieser Topos her. Aber die Daten aus Umfragen geben das überhaupt nicht her, dass die Deutschen technikfeindlich sind. Im Gegenteil eigentlich. Also eher Technikskepsis auch als Selbstschutz. Ja, ich denke, so ein gesundes Misstrauen kann doch nicht falsch sein. Ich denke mal, ich war vorgestern in der Diskussion, da sagte ein Leiter eines Fraunhofer-Instituts, wir brauchen Bedenkenträger. Ich bin erstmal zusammengezuckt. Ein Leiter eines Fraunhofer-Instituts für Informationstechnik sagt, wir brauchen Bedenkenträger. Ja, ich sage umgekehrt, wir brauchen die Technikvisionäre, die uns mit Visionen manchmal überfallen und auch überfordern. Das ist ihr Job. Aber wir müssen das doch nicht leichtfertig übernehmen. Wir brauchen auch die Bedenkenträger, die mal sagen, hallo, das könnte schiefgehen. Lass uns mal in Ruhe drüber nachdenken. Ich denke, wir brauchen beide. Das Zusammenspiel von beiden ist, glaube ich, in Deutschland ziemlich gut organisiert. In den USA, ja, in Großbritannien, in den Niederlanden. Wir haben Erfahrungen gesammelt, wie wir diese beiden Strömungen gut zusammenbekommen. Die einige, die ja immer die uns vorwärts treiben mit neuen Technologien und die anderen sagen, hallo, lass uns mal in Ruhe drüber nachdenken. Vielleicht könnte es ja Gefahren, Risiken und so weiter geben. Und ich denke, das ist so ein gesundes Misstrauen, eine gewisse Achtsamkeit, eine gewisse Skepsis ist gar nicht mal so falsch. Was uns natürlich als Gesellschaft letztlich auch nicht unbedingt in diese Vorreiterrolle neuer Technologien und deren Anwendung bringt. Also die Unternehmen haben es mittlerweile verstanden, dass sie eigentlich Vorreiter sind, wenn sie gute, verlässliche und von der Bevölkerung akzeptierte Technik auf den Markt bringen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, die irgendwelchen riskanten Mist auf den Markt bringen. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, das ist ja nicht bös gemeint, sondern die haben einfach die Folgen nicht reflektiert. Diejenigen, die die Folgen reflektieren, haben eigentlich am Ende die Nase vorne. Und das ist auch gut so. Sie hatten eben die Echtzeitnavigation schon ins Spiel gebracht. Da fiel mir ein Beispiel ein, das ich noch gut erinnere, als Google Street View angefangen hat,
10 Jahre ist es her? Ja, so ungefähr. Die Autos mit den Kameras durch die Straßen, oder Google hat es, hat die Autos mit den Kameras durch die Straßen geschickt, um Panoramabilder der Straßenzüge anzufertigen. Und ich glaube fast ausschließlich, in Deutschland gab es einen riesigen Aufschrei, es wurden Häuser verpixelt, die Zeit ist ins Land gegangen. Inzwischen nutzen, glaube ich, über 80% der Deutschen Google Maps zur Navigation, wo ja Street View implementiert ist. Und viele sind traurig, dass ihr Haus verpixelt ist. Oder Google hat wohl mal berichtet, dass immer Anfragen kommen, man möge doch mal wieder durch die Straßen fahren, denn die Straßenzüge sind total veraltet, die Häuser sind verpixelt. Das ginge ja so nicht. Ist das, wie gesagt, das ist sowas wie eine Dekade her, ist das jetzt eine schizophrene Gesellschaft oder ist das einfach ein ganz gesunder Wandel, eine Anpassung auch an das digitale Zeitalter? Ich glaube, wir haben eine relativ hohe Sensibilität für den Datenschutz und das ist ja auch richtig so. Und vor 10 Jahren hatten wir halt eine gewisse Angst, da ist irgendjemand, der fährt durch unsere Straßen und macht irgendwas, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Mhm. Google hat daraus sehr gelernt, also ich möchte jetzt Google nicht reinwaschen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Google hat danach eine Transparenzoffensive gestartet und mittlerweile können Sie, wenn Sie wollen, ich weiß nicht, die meisten sind wahrscheinlich zu faul dazu, aber Sie können bei Ihrem Google-Konto und überall genauestens gucken, was mit den Daten passiert, es wird genauestens beschrieben, Sie können die Häkchen auf Nein setzen. Also Google hat aus diesem Street View-Desaster gelernt, dass transparent wichtig ist und dass wir auch lernen müssen, dass ich und Sie und wir alle lernen müssen, wie gehen wir mit unseren Daten um, aber auch was machen die Unternehmen mit den Daten? Und ich denke mal, dass wir da eine Menge auch gelernt haben, dass die Unternehmen auch eine Menge gelernt haben und dass wir mit der DSGVO auch jetzt diesen Rahmen geschaffen haben, in dem Unternehmen auch verantwortlich mit den Daten umgehen können. Street View war so nach dem Motto, wir machen mal und dann gucken wir mal. Das ist schief gegangen. Wie es, glaube ich, auch in den USA oft für die Unternehmen gut ausgegangen ist. Ne? Also so ist ja viel vorangetrieben worden in der digitalen Welt. Das kann schon sein, aber wir sind natürlich in manchen Dingen auch einfach mal so vorangeprescht und merken jetzt, das geht so nicht. Mein Lieblingsbeispiel, jetzt lachen Sie bitte nicht, ist das Internet. Wenn das Internet heute erfunden würde, würde man erstmal eine ganze Schar von Philosophen, Soziologen, Technikern und sonst was hinsetzen und fragen, was könnten die möglichen negativen Folgen sein? Und irgendein verrückter Spinner käme dann auf die Idee zu sagen, oh, da könnten vielleicht Fake News verbreitet werden. Und dann wird es das Ganze. Stellen Sie vor, diesen Spinner hätte es vor 30 Jahren gegeben. Das wäre doch toll gewesen, wenn vor 30 Jahren uns jemand gewarnt hätte, passt mal auf bei der Konstruktion des Internets, da macht ihr jetzt gerade einen großen Fehler. Aber was wäre passiert? Wäre es ein besseres Internet geworden oder wäre das Projekt gecancelt geworden? Das ist zu aufwendig, das geht gar nicht. Das weiß ich nicht. Wir sind jetzt ja momentan dabei, das Internet neu zu erfinden. Das geschieht in Dortmund und ich bin stolz wie Bolle, dass das aus Dortmund kommt. Ich bin an dem Projekt selbst nicht beteiligt, sondern meine Kollegen von den verschiedenen Fraunhofer-Instituten, das heißt Gaia-X, das ging jetzt durch die Presse. Das ist im Grunde nichts anderes als das Internet neu erfinden in einer Art, dass es keine Spam-Mails, keine Trojaner, keine Phishing-Mails, keine Hate-Speech und keine Fake-News mehr geben kann und keine Erpressung von Unternehmen und. Ja, die sind dabei, das Internet neu zu erfinden, weil das Internet, wie wir es jetzt haben, das amerikanische Internet, hat ein paar Konstruktionsfehler, weil eben damals niemand auf die Idee gekommen ist, die verrückten Philosophen, Soziologen und so weiter zu fragen, was könnte da schiefgehen. Ja. Internet made in Germany, wann gibt es das? Das wird bald, also Wirtschaftsminister Altmaier hat es aus der Taufe gehoben. Das läuft im kleinen Rahmen schon. Also so wie das ARPANET. Also die Fraunhofer-Leute haben das in bestimmten Bereichen schon am Laufen. Wir werden es auch in einigen Projekten nutzen und wir sind dabei eben von Dortmund aus, aber eben mit vielen anderen, die Telekom ist dabei und ich weiß, die Siemens, SAP und sind jetzt dabei, das Internet neu zu erfinden, weil so wie es jetzt läuft, läuft es nicht. Und das ist doch ein guter Ansatz, dass wir jetzt einfach darüber nachdenken, wir müssen es anders gestalten, wir müssen es sicherer gestalten, wir müssen die Risiken vermeiden und da haben wir einfach eine Menge gelernt und wir haben daraus auch gelernt, wenn wir neue Technik entwickeln, dann dürfen wir sie eben nicht naiv und blind entwickeln. Schönes Beispiel, der Fotoapparat, wenn er heute erfunden würde, würde sofort verboten werden. Der hätte heute keine Chance, ja, aus Datenschutzgründen. Also bei neuer Technik, wir sind einfach sensibler geworden und wir beachten eben auch die möglichen Konsequenzen von neuer Technologie und das ist doch gut so. Schön, dass wir im Bereich Visionen angekommen sind. Ich würde gerne nochmal uns in diesem Internet bewegen, was wir jetzt gerade haben.
Und nochmal auf die Navigation zurückkommen. Sie hatten gerade waren gerade bei den Einstellungen bei Google Maps, dass man auch Diverses ausstellen kann. Ja. Im Moment lassen sich die meisten von A nach B navigieren und sind damit ja eigentlich auch Teil des Systems. Also die Echtzeitverkehrserkennung funktioniert deswegen so gut, weil wir diese Daten senden, zumindest die meisten von uns wahrscheinlich, und man eben sehen kann, der Verkehrsfluss ist gestört, das Auto fährt langsamer, deswegen brauchst du 5 Minuten länger von A nach B. Das heißt, wir sind schon Teil des Systems. Ist das schlimm eigentlich? Ist das schlimm? Die Frage kann ich so nicht beantworten. Wir sind Teil des Systems. Diese Navigationsdienstleister sind auf unsere Daten angewiesen. Wir produzieren die Daten, aus denen die dann ein Lagebild errechnen. Und das Lagebild kriegen wir in Echtzeit. So mit 2 Minuten Verzug, das ist enorm, ne? Mit 2 Minuten Verzug kriegen wir das zurückgespielt, so nach dem Motto, auf der Autobahn hier in Berlin ist Stau, fahr doch die andere Route. Das heißt, die Daten, die wir produzieren, sind notwendiger Teil des Systems. Ohne unsere Daten funktioniert es nicht. Sie können das abschalten, Sie können das deaktivieren. Und das hängt natürlich von Ihrem Vertrauen ab. Wie stark vertrauen Sie diesen Diensten, dass mit Ihren Daten kein Missbrauch betrieben wird? Wie stark wollen Sie auch Teil des Systems sein? Und wie stark vertrauen Sie eben auch auf die Empfehlungen, die da wiederum bei rauskommen? Vertrauen ist ein ganz wichtiges Stichwort für mich als Soziologen. Wenn wir alle bei den Navigationsdiensten den Schalter auf Ausschalten drehen, können die uns keine Dienstleistung mehr anbieten. Das heißt, die sind ja auch darauf angewiesen, dass wir ihnen vertrauen und ihnen unsere Daten anvertrauen. Ne? Schönes Wort, anvertrauen. Die Daten sind das der neue Rohstoff, das neue Öl, sagt man so schön. Und da setze ich immer einen drauf und sage, aber Vertrauen ist das Kapital. Ohne Vertrauen würde ein Internetriese wie Google, wie Facebook, wie Amazon nicht funktionieren können. Wir brauchen ein Mindestmaß an Vertrauen und deswegen denke ich auch, die werden alles tun, um das Vertrauen nicht zu enttäuschen. Ich reite mal munter hin und her zwischen, wo wir gerade stehen und zu den Visionen. Wenn alle mitspielen und ihre Daten auch freigeben, was wäre denn für Sie als Techniksoziologe so eine Vision, was man mit diesen ganzen Daten auch machen könnte, mit den Nutzern als Mitspieler? Ich kann mit diesen Daten viel Gutes tun. Das Blöde ist, ich kann mit diesen Daten auch viel Böses tun. Und der Unterschied ist für mich, glaube ich, leben wir in einem Rechtsstaat oder leben wir in einem Unrechtsstaat? Ja, also das ist so. Aber ich rede jetzt hier auch gar nicht von privaten Unternehmen, die unsere Daten nur abgreifen wollen, sondern was könnten wir zusammen erreichen, wenn wir uns alle vernetzen und als Gesellschaft zusammen stehen? Wenn wir uns alle vernetzen, heißt ja, dass wir bereit sind, unsere Daten zur Verfügung zu stellen für bestimmte Dienste. Da bin ich jetzt doch wiederum bei privaten, manchmal auch staatlichen Diensten im Bereich Verkehr, im Bereich Energie, die ja darauf angewiesen sind, dass wir unsere Daten zur Verfügung stellen, die nur deswegen auch überhaupt uns etwas zur Verfügung stellen können, was einen gewissen Mehrwert für uns hat. Das ist so mein Argument, weswegen ich sage, es macht Sinn, das Spiel mitzuspielen und es macht Sinn, natürlich einen regulativen Rahmen zu setzen, der verhindert, dass die Daten missbraucht werden. Das ist für mich wichtig. Ich muss einfach wissen, haben wir eine große Studie gemacht, ich muss wissen, dass mit meinen Daten vertrauensvoll umgegangen wird und zwar sowohl bei den Dienstanbietern als auch im staatlichen Rahmen. Dann bin ich bereit, meine Daten zur Verfügung zu stellen, weil ich durchaus auch damit mir vorstellen kann, dass das was ist, was das Gemeinwohl fördert. Ich habe das Stichwort schon genannt, Energiewende. Ich glaube, die Energiewende werden wir nur hinkriegen, wenn wir bereit sind, digitale Daten zum Beispiel über unser Verhalten zur Verfügung zu stellen. Wann nutze ich den Fernseher? Wann benutze ich die Tiefkühltruhe? Wann lade ich mein Elektroauto auf? Diese Daten brauchen wir, um einfach zu verstehen, wie ein Energiesystem funktioniert und um es im Zweifelsfall auch steuern können, wenn Risiken sich anbahnen. Deswegen denke ich, sollten wir uns schon alle vernetzen. Aber wie gesagt, der Rahmen muss ein Rechtsstaat sein, in dem der Datenschutz auch gewährt ist. Sie haben Ihr aktuelles Buch auch mitgebracht. Darf ich das zeigen? Unbedingt. Jetzt, ich weiß nicht, so um die Tageszeit, was hat das? FSK 12, also, dann darf ich zeigen. Ja? Also die Echtzeitgesellschaft, da steht vieles von dem drin, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja. Genau, Stichwort Energiewende. Und der Untertitel lautet, wie smarte Technik unser Leben steuert. Das heißt, die Frage, wer hier eigentlich wen steuert, wer die Technik oder die Technik uns, die stellt sich schon gar nicht mehr?
Die smarte Technik ist ein Teil unseres Lebens und sie steuert natürlich unser Leben, sie steuert unser Verhalten. Also ich denke, die meisten von uns haben heute auf dem Weg hierhin, wenn sie ihn nicht auswendig und im Schlaf kennen, ein Navi benutzt und smarte Technik genutzt und damit sich steuern lassen. Und die Frage ist immer, bin ich bereit, mich steuern zu lassen? Vertraue ich dem? Das bei Navigation, denke ich mal, haben wir eine Durchdrehungsrate von 80-90%, die meisten machen es. Werden Sie in Zukunft auch bereit sein, sich durch smarte Technik steuern zu lassen, wenn es um Ihr Energieverbrauchsverhalten geht? Also, wir haben ein Projekt gemacht, wir denken uns mal die Zukunft, nur noch erneuerbare Energien. Jetzt haben wir Windflaute über der Nordsee. Dann bekommen Sie auf Ihre App, auf Ihre Energienavi, einen Hinweis, bitte jetzt nicht gerade das Elektroauto aufladen und jetzt nicht unbedingt die Kühltruhe einschalten. Oder noch einen Schritt weiter, der Energieversorger fragt an, dürfen wir mal für 3 Stunden Ihre Tiefkühltruhe abschalten? Oder noch einen Schritt weiter, er macht das einfach? Der nächste Schritt wäre, ich habe einen Tarif, 10% Rabatt und erlaube dem Energieversorger automatisch in Risikosituationen meine Gefriertruhe abzuschalten. Dafür bekomme ich 10% Rabatt. 3 Stunden hält die Gefriertruhe durch, die braucht keinen Strom. Nach 3 Stunden wird wieder angeschaltet. Aber dadurch wird der Blackout vermieden, weil auf der Nordsee gerade Windflaute ist. Wir haben das im Projekt durchgespielt. Das funktioniert noch nicht richtig. Wir sind dabei. Aber ich denke, das wird die Zukunft sein. Beim Navi im Verkehr funktioniert es. Und in Zukunft wird es wahrscheinlich im Energiebereich ähnlich funktionieren. Wir sind dran, haben noch nicht die endgültige Lösung. Herr Adli, da witter ich jetzt wieder das Kippen von der Technologiebegeisterung auch hin zu den Ängsten. Da spielt ja so der Kontrollverlust mit rein. Ist das ein Symptom, das Ihnen in der Forschung begegnet, das Gefühl, nicht mehr Herrin der Lage zu sein? Also Kontrollverlust ist etwas, was als psychisch sehr belastend gilt und auch empfunden wird. Und das Gegenteil, Selbstwirksamkeitserleben, ist etwas, was uns psychisch gut tut, was uns stabilisiert und in unserem Selbstwert, aber auch in unserem Kompetenzerleben. Und die Frage ist aber sozusagen, ab wann wird etwas als Kontrollverlust empfunden? Dieses Beispiel mit dem 3 Stunden die Tiefkühltruhe aus, ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie fände ich das eigentlich? Und wenn ich verstehe, wofür es gut ist und wenn ich das Gefühl habe, ich kann damit einen Beitrag leisten, dann kann genau das eigentlich sogar mein Selbstwirksamkeitserleben vielleicht sogar noch bestärken, weil wenn ich mit der Windflaute irgendwie auf der Nordsee direkt in Verbindung stehe, das ist ja auch irgendwie vielleicht gar nicht mal so schlecht, ja, also bin ich direkt vorne an der Front mit dran und kann mit meinem Verhalten, mit meiner Kühltruhe etwas dazu beitragen, dass die Energie irgendwie effizienter und so verteilt werden kann. Also es kommt, um nochmal das Wort zu verwenden, was ich ganz am Anfang mal brauchte, auf das Framing an, wie man so etwas vermittelt und erklärt und ob der einzelne Bürger oder die einzelne Bürgerin das Gefühl hat, damit eher einen Beitrag leisten zu können und sich sozusagen eher an der Gesellschaft sozusagen besser partizipieren zu können oder dem völlig irgendwie hilflos ausgeliefert zu sein. Auf jeden Fall. Und es muss ein bisschen Gründe nachvollziehen. Das haben Sie angedeutet eigentlich. Ich muss die Gründe verstehen. Und das ist ja bei neuer Technik, vor allem bei autonomer Technik, wird es immer schwerer zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben bei diesem Dienstanbieter, der einem auch Vorschläge macht. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal ein Museum vorgeschlagen bekommen, das besuchen soll. Und darunter stand, weil du in Rotterdam auch ein Museum besucht hast. Ne? Weil. Ja? Das ist die Begründung. Ja? Ein Automat hat einen Vorschlag generiert, aber für mich wird er menschlich und nachvollziehbar und auch transparent, weil das Wörtchen weil steht. Und wenn da steht, Kühltruhe bitte ausschalten, weil... Und du bist Teil des Ganzen. Ich denke, das ist eine Perspektive, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir lernen werden, Teil dieser digitalen Echtzeitgesellschaft zu werden und uns auch und unsere Daten auch als einen wichtigen Bestandteil des Ganzen zu verstehen. So wie offenbar auch die UX-Designer verstanden haben, dass wir ernst genommen werden wollen als Nutzerinnen und Nutzer und nicht einfach mit dieser Blackbox agieren. Ja. Stimmt das? Richtig. Ja, also ich möchte einfach wissen, mit wem habe ich jetzt gerade zu tun, was passiert da jetzt gerade,
auch wichtig natürlich, wie sind Fehler zu verstehen? Ja, jedes technische System macht Fehler. Und das Allerschlimmste ist, wenn Sie nach dem ersten Fehler das System abschalten, so nach dem Motto, taucht nichts. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, weil ich wechsle mal das System, ich gehe jetzt mal zum Auto. Ja, Sie haben einen Notbremsassistenten, der hat eine komische Bremsung gemacht, wo es nicht nötig war. Dann sagen Sie, ich schalte den aus, verzichten damit auf ein lebensrettendes technisches Gerät. Also Misstrauen darf, also es muss einfach Vertrauen entstehen, es darf kein Misstrauen entstehen, und weil wir ja sonst Technik, die wichtig und auch lebensrettend sein kann, nicht nutzen. Das Allerschlimmste wäre, wenn ich jetzt vergesse, das Publikum endlich einzubeziehen. Keine Angst, hatte ich gesagt, Sie dürfen Fragen stellen. Hier vorne ist auch einer. Es gibt ein Mikrofon, oder? Das kommt zu Ihnen gerannt. Wenn Sie mögen, sagen Sie noch kurz, wer Sie sind, aus welchem Kontext Ihre Frage kommt. Mein Name ist Frank. Moment, Sekunde. Die Zeit haben wir. Was hat das eigentlich zur Folge auf demokratische Prozesse? Ob Sie da vielleicht was eine Einschätzung für abgeben können? Dann meine zweite Frage betrifft Ihre Uhr oder eine Anmerkung. Das mit der Krankenkasse, das ist soweit okay, aber es gibt ja mittlerweile auch Fitnessbänder, die direkt mit der Krankenkasse kooperieren. Das heißt, da findet ein Bonussystem statt. Das heißt, die sich gut verhalten, zahlen weniger als die sich nicht gut verhalten oder beziehungsweise sich so eine Uhr gar nicht leisten können. Was heißt das für eine Gesellschaft? Und eine Anmerkung oder eine Frage vielleicht an Herrn Dr. Adli. Unsere Keynote-Sprecherin, die sprach am Anfang von einem Beispiel, dass sich mittlerweile Menschen so kleine Chips unter die Haut transplantieren lassen. Ich glaube, ich kenne das Beispiel aus Schweden. Das ist ein schwedisches Unternehmen, die haben einen Test gemacht, und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger wurde ein ganz kleiner Stecknadel, großer Kopf, Chip eingesetzt. Damit sind die Mitarbeiter in der Lage, zum Beispiel das Kantinenessen zu bezahlen, die Cola-Dose aus dem Getränkeautomat, das wird sofort abgebucht alles. Was ich mich nur frage, ist, wenn wir jetzt mal weiterdenken und sagen, okay, die menschliche Biologie hat ja ein Leistungsende, könnte die Wirtschaft nicht später mal ein Interesse daran haben, leistungsstärkere Menschen, und was heißt das, haben zu wollen, und was heißt das, so im Sinne von, produzieren wir dann nicht irgendwann, fangen wir nicht an, Cyborgs zu produzieren. Also das heißt, noch ganz andere Chips einzubauen, wo der Mensch eben halt noch leistungsstärker werden kann. Danke. Mal einiges. Oh, war ja ein ganzer Fragenkatalog. Fragen, ja. Von hinten nach vorne? Dann fangen wir mit den... Sagen Sie gerade nochmal die Stichwort zur zweiten Frage. Ich fasse das gleich nochmal zusammen. Ach so, der Krankenkasse. Meines Wissens ist das in Deutschland bislang nicht erlaubt. Allerdings muss ich gestehen, das ist ein Stand von vor anderthalb Jahren, hat niemand in der Abschlussarbeit sich mit dem Thema beschäftigt. Ist nicht meine Expertise, der Bereich. Aber meines Wissens ist es in Deutschland noch nicht erlaubt. Und die Frage ist natürlich, wollen wir sowas? Ich bin da eher etwas skeptisch. Ich denke, Gesundheitsmonitoring kann hilfreich sein, kann nützlich sein, kann auch bei der Gesundheitsprävention helfen. Aber dass wir das also mit solchen starren Incentives dann verbinden, was Tarife anbetrifft, da bin ich eher etwas skeptisch. Und die Frage ist natürlich auch, Sie berühren im Grunde indirekt das Problem der Datensouveränität. Habe ich noch die Kontrolle darüber, wer meine Daten hat? Und das ist eine Diskussion, die führen wir seit langem. Und auch da muss ich sagen, wird Gaia-X ein Fortschritt sein. Gaia-X basiert auf dem Prinzip, dass jeder der Souverän seiner Daten bleibt. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich erzähle ganz kurz das Beispiel, an dem ich es verstanden habe. Ich erlaube Ihnen, auf Ihrem 3D-Drucker etwas auszudrucken, was ich erfunden habe. Ich schicke Ihnen meine Daten. Sie dürfen das ausdrucken auf Ihrem 3D-Drucker, aber nur einmal. Und dann sind die Daten unbrauchbar. Das heißt, ich behalte die Daten. Bislang ist es ja so, ich gebe die Daten weiter und Sie können die verkaufen und ich weiß nicht, was damit machen. Ja? So, das ist so das Prinzip. Ich denke, dahin müssen wir kommen. Ob das jetzt bei Gesundheitsdaten auch funktionieren wird, sorry, da bin ich jetzt nicht der Experte. Die Individualisierungsfrage, da bin ich noch weniger der Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, Tendenzen der Individualisierung, aber auch Tendenzen der
ja, der Kollektivierung, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Also es gibt natürlich bestimmte typische Verhaltensmuster von Menschen, die wir auch relativ gut erfassen können. Also nicht jeder ist wirklich ein sehr singuläres Individuum. Und durch Digitalisierung können wir natürlich einerseits die Individualität besser erfassen, andererseits aber auch die Kollektive besser erfassen. Aber ich gebe zu, es ist nicht so ganz wirklich meine Baustelle. Wollten Sie direkt dazu nochmal oder die Chips-Frage beantworten? Ich wollte mal eine Sache nochmal gerade stellen. Also das, ich finde das auch eine gruselige Vorstellung, da jetzt irgendwie so ein Chip eingepresst zu bekommen, mit dem ich in der Mensa mein Essen bezahle. Das ist auch ein bisschen unverhältnismäßig mir vorkommt, aber... Aber wir sprechen uns in 10 Jahren nochmal. Aber wie dem auch sei, da kann man überlegen, ist das irgendwie verhältnismäßig alles, aber was auf jeden Fall, was damit niemals möglich ist, ist, dass man sozusagen ein leistungsoptimiertes Individuum irgendwie hervorbringt oder shaped. Das geht damit nicht. Also so ein Chip ist ja letztlich nur etwas, was man zum Beispiel auch auf seiner Gesundheitskarte oder auf seiner EC-Karte oder sowas hat. Aber es ist ja nichts, was sozusagen die menschliche Grundsubstanz oder unsere DNA oder sowas beeinflussen könnte. Das ginge auch gar nicht. Also das, ich glaube, die Befürchtung braucht man zumindest, was so eine Anwendung angeht, nicht zu haben. Es gibt ganz andere sozusagen ethische Diskussionen und Kontroversen zur Optimierung von menschlichem Leben und Biologie und sowas überhaupt, aber das ist sozusagen nochmal ein ganz anderes Thema. Ich wollte jetzt nur dafür sorgen, ein Plädoyer dafür machen, dass jetzt nicht alle Science-Fiction-Szenarien sozusagen so zusammengeclustert werden, weil es doch sehr unterschiedliche Dinge sind. Man kriegt sich schwer raus. Gibt es noch Fragen? Wo läuft das Mikro? Ah ja, diese Chips unter der Haut. Weil ich freue mich schon auf das neue Gehirn. Ja, bitte. Achso, okay. Ja, hallo, mein Name ist Lisa Beusch. Ich komme mit meinem Journalismusstudiengang hierher. Und es kam kurz auf in der Diskussion, dass die deutsche Skepsis irgendwie uns auch einen Vorteil verschafft, langfristig gesehen. Ich denke mir nur, gerade wenn wir in den asiatischen Raum gucken, dass dort Länder uns eben mit neuen Techniken manchmal eben voraus sind. Und wenn die aber hier von uns genutzt werden, weil der deutsche Markt sich erstmal denkt, ach, wir warten erstmal ab, mal gucken, was dabei rauskommt, inwiefern das nicht auch politisch manchmal fragwürdig ist. Ich meine, wir vertrauen zum Beispiel chinesischen Unternehmen, die... wo China anfängt, ein Sozialkreditsystem, also ein Ranking einzuführen. Und solchen Unternehmen sollen wir unsere Daten anvertrauen, weil der deutsche Markt sich lieber zurückhält. Also inwiefern ist das nicht vielleicht viel fragwürdiger? Herr Weyer, ja, eine Frage an Sie. Die Frage ist schwer zu beantworten. Ich weiß, dass in vielen Bereichen deutsche IT-Unternehmen von SAP bis Materna und bis hin zu anderen wirklich Weltmarktführer sind. Also wir sind nicht so, dass wir in allen Bereichen wirklich Lichtjahre hinter den Amerikanern, den Chinesen zurück sind. Ich denke mal, Sie spielen auf Huawei an, diese Frage mit den Routern für das 5G-Netz. Ja, peinlich, dass wir das nicht können. Ich verstehe es auch nicht ganz, dazu bin ich zu wenig Techniker. Ich finde trotzdem, dass die These, die ich aufgestellt habe, dass wir gute Technik dann entwickeln, wenn wir nicht ausschließlich blind den Visionen der Techniker folgen, sondern wenn wir immer die Frage stellen, ist es gut, ist es schlecht für die Gesellschaft, was könnten mögliche negative Folgen sein, dass das durchaus ein Vorteil ist, auch wenn es die Prozesse vielleicht etwas verlangsamt. Aber dafür haben wir eine gewisse nachhaltige Technikentwicklung und Technik, die langfristig eben auch auf Akzeptanz stößt. Und das ist das Allerschlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, Technik ausschließlich von Technikern vorantreiben zu lassen und nachher am Markt festzustellen, die Kunden wollen es nicht haben. Die Kunden sind nicht mitgenommen worden. Und wie gesagt, bei den Routern, da kann ich jetzt nicht kompetent was zu sagen, warum wir keinen deutschen Hersteller haben, der das produziert. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Hier vorne gibt es eine Frage.
Ja, mein Name ist Krink. Ich hätte eine Frage, Herr Weyer. Sie sprachen jetzt immer von Vertrauen und Datenabgabe. Könnten Sie mir aus dem Einfachen heraus mal eine Cloud erklären, was da passiert, was da drin funktioniert? Und dann der nächste Schritt ist, wir reden über künstliche Intelligenz, haben wir heute hier noch nicht gemacht, so übermäßig, die ja auch selbst entwickelnd sich weiter voranschreiten wird. Und da auch da ist die Frage, inwieweit ist der Mensch dann wirklich noch Teil des Systems oder nur noch Opfer oder Kunde? Eine Cloud im technischen Sinne kann ich Ihnen nicht erklären. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es eben ein externer Datenspeicher ist, womit Sie Daten eben in die, also treuhänderisch von jemand anders verwalten lassen, dem Sie natürlich vertrauen müssen. Ich glaube, anders geht es nicht. Und dieses Vertrauen ist in drei Dimensionen gegliedert. Also eines erstmal, sind Sie jemand, der prinzipiell jemand anderen was anvertraut? Also heute im ICE ist die Frau, die neben mir saß, zur Toilette gegangen und hat mir ihren Rucksack anvertraut. Das macht nicht jeder. Manche nehmen den Rucksack mit. Also sind Sie jemand, der anderen überhaupt vertraut? Das Zweite ist, vertrauen Sie dem Anbieter? Ja, haben Sie mit ihm gute Erfahrungen gemacht? Gibt es da negative Berichte drüber und so weiter und so fort? Und vertrauen Sie letztendlich dem Rahmen, dem gesetzlichen Rahmen, dass Sie sagen können, der Anbieter hat mit meinen Daten Missbrauch betrieben, ich weiß, ich kann das nachweisen und ich kann ihn verklagen. Das sind so die drei Facetten von Vertrauen, die eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube mal, ich habe es gerade schon genannt, die DSGVO ist eben der Rahmen, der es uns ermöglicht, Anbieter zu bewerten, ob sie vertrauenswürdig sind und ob sie mit unseren Daten auch in vertrauenswürdiger Weise umgehen. Ich glaube, anders, wenn das nicht wäre, würde ich meine Daten ja niemand anders zur Verfügung stellen. Ich brauche ein gewisses Grundvertrauen. Apropos, das war auch in der analogen Welt schon so. Ja? Finanzielle Transaktionen, was weiß ich, Sie bestellen eine Ware, bezahlen dafür und bekommen es 3 Tage später geliefert, basiert auch auf Vertrauen. Und in den Anfängen des Internets war es so, und des Onlinehandels, Sie haben bezahlt und die Ware nicht bekommen. Ja? So, da werden Sie nie wieder einkaufen. Also Vertrauen ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Würden Sie sagen, die Datenschutzgrundverordnung hat da was verändert? Ja, erheblich. Sie hat sogar amerikanische Firmen dazu gebracht, zu sagen, wir unterschreiben die Datenschutzgrundverordnung. Sie hat sogar Mark Zuckerberg, und es ist kein Engel, ja, sie hat Mark Zuckerberg dazu gebracht, wir brauchen weltweit die europäische DSGVO. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ob er es umsetzt, ist eine andere Frage. Aber er hat öffentlich ein Statement geleistet, hat gesagt, das ist genau der richtige Weg. Der Staat muss uns zwingen, das Richtige zu tun. Wir alleine können es nicht. Das ist doch, ob er es umsetzt, ist eine andere Frage. Ich will ihn nicht weißwaschen, aber das zeigt doch einfach, dass wir mit unserem europäischen Weg auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch den Amerikanern zeigen, wo es lang geht. Die KI? Ja. Ist der Mensch noch Teil des Systems? Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was KI eigentlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Oh nein, wenn Sie es nicht verstanden haben. Nein, es wird ja oft mit maschinellem Lernen in Verbindung gebracht. Das heißt, eine Maschine macht etwas, was nicht deterministisch vorhersehbar ist. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier eine KI, die die Beleuchtung steuert und die schaltet jetzt in einer Minute aus und wir wissen nicht, warum. Ja, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, da muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich wahrscheinlich auch erst mal lernen, von kompetenten Leuten lernen, was KI ist und was KI kann. Aber ich kann mit Technik gut umgehen, die das tut, wofür sie programmiert ist, die vielleicht auch in bestimmten Situationen unterschiedliche Entscheidungen trifft. Nochmal mein Navi, heute soll ich links fahren, morgen rechts. Das tut unterschiedliche Dinge, aber trotzdem kann ich damit umgehen. KI in Zukunft wird lernen, Dinge zu tun, die ich nicht vorhersehen kann. Und da muss ich sagen, bin ich auch noch im Lernprozess und weiß noch nicht genau, wie ich mich dazu verhalten soll. Wir sind alle noch mitten in Lernprozessen und leider müssen wir an dieser Stelle den ersten Teil unserer heutigen Veranstaltung beenden. Ich darf Sie in eine kurze Pause schicken. Stärken Sie sich. Das hilft auf jeden Fall gegen Angst und alles. Um 4:15 treffen wir uns hier wieder zum zweiten Teil. Da geht es dann darum, wie wir es schaffen, die Hysterie zu trennen von sinnvoller Kritik. Ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. Weyer und Herrn Dr. Alt. Danke auch. Danke.
herzlichen Dank. Thank you.
So, jetzt haben wir auch Ton. Willkommen zurück. Schön, dass Sie sich Ihren Ängsten stellen und wenn Sie uns schon, sich schon nicht mit uns hier auf die Couch legen, dann doch zumindest in diese gemütlichen, knautschigen Sessel, um herauszufinden, wie wir unseren Ängsten begegnen können und auch sollten. Vorab aber noch ein kurzer Nachklapp zu der Frage nach der künstlichen Intelligenz im vorangegangenen Panel. Draußen liegt die Zeitschrift TV-Diskurs aus. In dieser Ausgabe geht es um künstliche Intelligenz und ich bin mir nicht sicher, ob erklärt wird, wie sie funktioniert, aber was sie wirklich tun kann, das soll da so drinstehen. Hier geht es jetzt um das Thema digitale Ängste als Herausforderung für die Gesellschaft. Unsere Gäste stelle ich zunächst ganz kurz vor, um dann im weiteren Gespräch sie ein bisschen näher reinzuholen. Wir haben hier gleich mittig die Juristin Susanne Demel. Sie leitet beim Branchenverband Bitkom den Bereich Datenschutz. An meiner Seite Dr. Markus Dürmuth, der befasst sich als Professor an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Ruhr-Universität Bochum, unter anderem mit Sicherheitssystemen. Der Rechtsanwalt Sven Kohlmeier sitzt für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und wird uns berichten, vor welche Herausforderungen die Geschwindigkeit der Digitalisierung auch und vor allem die Politik stellt. Und die Wirtschaftsinformatikerin Dr. Antonia Köster erforscht am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft individuelle Konsequenzen der Digitalisierung. Bleibt noch Lennart Sörensen. Er ist Medienpädagoge und ganz nah dran an den digital evozierten Sorgen, vor allem junger Menschen, denn er ist Redakteur und Referent des Portals YouPort, eine Beratungsplattform. Herr Sörensen, was genau ist YouPort? Was machen Sie da? Genau, also es ist oft das Problem bei halbdigitalen Problemen wie beispielsweise Cybermobbing, wenn Jugendliche eben nicht nur in der Schule gemobbt werden, sondern auch darüber hinaus bei WhatsApp den ganzen Tag über an jedem Ort, zu jeder Zeit, dass sie sich natürlich in einer extremen Situation befinden, oft auch glauben fälschlicherweise, dass sie selber schuld an dieser Situation sind und, was das kommt hinzu, nicht unbedingt erwarten, dass die Lehrerinnen und Lehrer oder auch ihre Eltern wirklich weiterhelfen können bei der Problematik. Weil so ist manchmal eben der Vorwurf, die kennen Snapchat eh nicht, die kennen Instagram nicht, die wissen gar nicht, was da passiert. Das ist im Prinzip die Grundlage und, oder die Idee hinter YouPort. Eben Jugendliche kennen die Probleme oft viel besser, die eben in der Schule passieren können oder die auch in den sozialen Netzwerken passieren können und sind eben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf Augenhöhe. Das heißt, Ratsuchende können online eben von ihren Sorgen berichten und kriegen dann eine Antwort von jemandem, der oder die ungefähr im gleichen Alter ist, die Plattform kennt und eben auch die Probleme, die damit verbunden sind. Also so wie digitale Telefonseelsorge, da sitzt tatsächlich ein Mensch am anderen Ende, ein junger Mensch. Ja, ganz genau. Diese jungen Menschen werden natürlich ausgebildet von Medienpädagogen, von Psychologen und bringen aber gleichzeitig natürlich eine unglaubliche Medienkompetenz mit, die uns Erwachsenen eben oft fehlt. Also gerade Snapchat lasse ich mir dann zum Beispiel auch mal ganz gerne erklären von unseren jugendlichen Beraterinnen und Beratern und haben eben dadurch einen anderen Zugang. Und es ist natürlich auch ein anderes Gefühl für jugendliche Ratsuchende zu sagen, okay, die Person ist in meinem Alter, die wird wahrscheinlich mit erhobenem Zeigefinger sagen, hier, hättest du mal so und so machen sollen, selber schuld, so ungefähr. Das ist eben die Angst, die ja auch oft gerade bei Mobbing-Thematiken herrscht, dass man eben auf keinen Fall nochmal dieses Victim-Blaming hören möchte, sondern man möchte produktive Tipps. Und genau dafür sind eben unsere jugendlichen Beraterinnen und Berater ideal, weil sie eben können auch natürlich nicht die Probleme alleine lösen, aber sie können erste Hilfen geben und Ratschläge, wie es dann weitergehen kann. Noch kurz, um mir den Rahmen vorzustellen, wie groß kann ich mir das denken? Wie viele Beraterinnen und Berater gibt es? Also wir haben so bundesweit ungefähr 30 aktive Scouts, so nennen wir die. Also ausgebildet sind über 100, die werden natürlich aber auch älter und wachsen aus dem Projekt raus oder kriegen andere Rollen, also zum Beispiel so Scout-Mentorinnen und Mentoren, die eben dann auch in der Ausbildung eine wichtige Rolle spielen. Aber genau diese ungefähr 30 aktiven Scouts sind eben bundesweit aktiv. Es gibt keine festen Arbeitszeiten, sondern es läuft normalerweise so ab, es kommt eine Anfrage rein. Und dann, je nachdem, wer gerade von den Jugendlichen Zeit und Lust hat, die gehen ja auch selber zur Schule, haben auch Hausaufgaben, haben Stress,
Manchmal haben sie aber eben dann eine freie Minute zwischendurch und Lust, die Anfrage zu beantworten und kümmern sich dann darum. Ja, was sind das für Anfragen, wo wir hier bei digitalen Ängsten als Herausforderung für die Gesellschaft sind? Mit welchen Sorgen und Nöten wenden sich denn die Jugendlichen an Youport? Ja, also ich würde da, glaube ich, erstmal gerne diese Trennung von digital und analog ist, glaube ich, besonders für Jugendliche gar nicht mehr so, so vorherrschen. Ne? Sie sind damit aufgewachsen mit ihren Smartphones. Das heißt, klassische digitale, analoge Ängste, so die Trennung ist natürlich bei uns auch nicht mehr so da, bei Erwachsenen, aber bei Jugendlichen, glaube ich, noch weniger. Es sind aber durchaus Probleme, die mit dem Digitalen dann zusammenhängen. Also beispielsweise das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, wird potenziert durch soziale Medien oder, was ich gerade angesprochen habe, Mobbing wird noch extremer dadurch, dass ich nicht mehr nur in der Schule gemobbt werde, sondern auch noch, wenn ich nach Hause komme bei WhatsApp im Klassenchat, ich habe eigentlich keinen Rückzugsort mehr, also keinen Safe Space. Und das sind eben so diese Extremsituationen oder wenn eben was relativ oft passiert, Fälle, das klingt immer noch so ein Klassikerbeispiel, aber es ist tatsächlich die Realität, also ein Mädchen schickt ihrem Freund ein Nacktfoto und der schickt es dann, nachdem die Beziehung vorbei ist, weiter und dann landet das Bild im Klassenchat oder im Schulchat, da sind dann teilweise 100 Schülerinnen und Schüler drin und schon haben es innerhalb von ein paar Minuten alle gesehen. Das sind natürlich wirklich die extremen Fälle, aber das kommt durchaus vor und gerade dann ist die Hilflosigkeit natürlich besonders groß. Das kommt mir jetzt so vor, als ob die Ängste im Prinzip die gleichen geblieben sind, nur das Medium, über das sie transportiert werden, ist ein anderes oder vielleicht wird es auch durch das Medium verstärkt, aber stimmt es, die Ängste sind die gleichen? Es ist schon so, dass es eigentlich geht schon darum, dazu zu gehören, auch nicht peinlich zu sein und genau das kann eben passieren, wenn Videos von bestimmten Situationen geteilt werden, aber am Ende sind es im Prinzip die grundlegenden Ängste und Sorgen, die man so in der Jugend eben hat, dass man eben seinen Schatz finden muss und auch gleichzeitig eben genau seinen Platz findet. Deswegen sind diese Probleme, auch wenn wir sagen, Probleme im Netz, darum geht es bei uns, haben die eben immer eine analoge Komponente, also es hängt sehr stark alles zusammen. Also wer in der Schule gemobbt wird, wird wahrscheinlich auch online gemobbt und umgekehrt. Ja, gemeinhin gelten ja die jüngeren Menschen eher als sorgloser im Umgang mit neuen Medien. Sorgloser, offener vielleicht auch. Wie schätzen Sie das ein? Sind Sie eher so jung und naiv oder einfach aufgeschlossen, aber dabei durchaus risikobewusst? Ja, also ich glaube dadurch, dass, wie schon gesagt, die Jugendlichen damit selbstverständlich aufwachsen, ist von vornherein dazugehört, es im Prinzip keine Zeit gab, in der es die Smartphones nicht gab beim Aufwachsen, gibt es schon einen unbeschwerteren Zugang, auch weil sie eine schnellere Auffassungsgabe haben, sich mit den Apps auseinanderzusetzen. Sie verstehen die Apps sehr schnell. Gleichzeitig ist aber auch das negative Potenzial, was natürlich bei Instagram und so weiter da ist, Hasskommentare, Mobbing. Das ist ja so allgegenwärtig, dass das auch den Jugendlichen dass das immer dabei ist. Also wer sich bei Snapchat oder bei Instagram aufhält, der kommt darum, um Hass im Netz ja auch nicht drumherum. Das heißt, es gibt schon dabei immer bei dieser scheinbar unbeschwerten oder schnelleren Zugang dabei auch immer so ein diffuses Gefühl, okay, hoffentlich bin ich nicht der oder die, die vielleicht gleich mal ins Fadenkreuz gerät und ein peinliches Bild landet von mir hier irgendwo oder ich werde dem Ganzen mal ausgesetzt. Ich war auch fasziniert von der Geschichte, die eine Freundin mir neulich erzählte. Die haben ihrem 13-jährigen Sohn abends, hat er halt das Smartphone dann nicht mit in seinem Zimmer, es lag in der Küche, weil es war nicht stumm geschaltet. Und was das für ein Gebibbel und Geratter war. Und am nächsten Tag hat er gesagt, dass er in seinen diversen Chatgruppen, Klassen, WhatsApp, Sportkurs, blablabla, da kommen so 600 Nachrichten am Tag zusammen. Mhm. Ist das nicht auch einfach... haben Sie konkrete Tipps, wie Jugendliche oder wie wir alle auch vielleicht mit dieser Echtzeitüberforderung umgehen können? Das ist ganz interessant, weil wir haben da tatsächlich auch mit unseren Jugendlichen gerade so eine kleine Instagram-Kampagne zu gestartet, zu eben dem Thema Handysucht, also eben dieses Gefühl oder Handyabhängigkeit, eben dass man das Gefühl hat, ich kriege 1000 Nachrichten, das ist bei Jugendlichen eben noch viel extremer. Also 1000 ist noch nicht die obere...
Nee, da gibt es bestimmt auch, genau, noch andere Fälle. Aber das ist, glaube ich, also es ist 600 ist, glaube ich, wahnsinnig viel, aber es ist jetzt nicht, es ist durchschnittlich wahrscheinlich im Endeffekt in bestimmten Altersgruppen. Oh Gott, der ist nicht mal beliebt. 600. Da kann ich mich jetzt nicht zu äußern. Also, aber also dass diese Überforderung da ist, gleichzeitig aber auch, wie eben schon gesagt, diese Fear of Missing Out, also diesen Zwang, dabei sein zu müssen, beinhaltet natürlich, dass auch niemand sagen kann, ich ziehe mich jetzt mal 2 Tage bei WhatsApp komplett raus. Also das ist quasi unmöglich. Nichtsdestotrotz haben wir dann eben mit den Jugendlichen auch, die haben so ihren eigenen Smartphone-Konsum auch so reflektiert und haben dann beispielsweise, es gibt ja Apps ausprobiert, wie beispielsweise Forest, wo dann, das ist eine App, bei der je länger man das Handy eben quasi nicht nutzt, dann pflanzt man automatisch Bäume in der App. Das heißt, dann wächst auf einmal ein Baum, man kriegt quasi das, was man ja bei Instagram, diese Glücksgefühle, die generiert werden durch die Likes, werden dadurch so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Antwort darauf. Oder es gibt andere Apps, die eben auch einem vor Augen führen, wie viel man überhaupt dran ist. Das war zumindest für die Jugendlichen bei uns im Projekt, waren diese Apps, haben die als sehr hilfreich empfunden. Oder auch diese handyfreien Zonen, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass man, oder handyfreie Zeiten ab 22 Uhr nicht mehr oder nicht im Schlafzimmer oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, besonders für Jugendliche noch eine größere Herausforderung, weil diese Teilnahme am Zusammenleben, an der Kommunikation fast ausschließlich ja beispielsweise über WhatsApp funktioniert, sodass das besonders schwierig ist. Das Leben mit Smartphones ist ja nicht nur für Kinder eine Herausforderung, sondern auch für Erwachsene bzw. für ihre Eltern, Kinder und Jugendliche in dem Fall. Antonia Köster hat jüngst eine Studie durchgeführt zur Wahrnehmung der Eltern von der Smartphone-Nutzung ihrer Kinder. Was haben Sie da rausgefunden? Ja, also wir haben an der Universität Potsdam eine Studie durchgeführt mit amerikanischen Eltern von Kindern zwischen 2 und 13 Jahren. 300 Eltern haben an dieser Studie teilgenommen. Und wir haben da untersucht, welche digitalen Ängste Eltern haben, wenn die Kinder ihr Smartphone nutzen oder ein Tablet, und welche Vorteile sehen aber auch Eltern in der kindlichen Smartphone-Nutzung. Und wir haben diese Eltern befragt und herausgefunden, dass eigentlich alle Eltern auch Ängste oder Sorgen äußern. 90% haben gesagt, ja, wir sorgen uns darum, wenn mein Kind das Smartphone nutzt. Und von diesen Sorgen und den Ängsten war es ganz deutlich zu sehen, dass, es wurde schon auch angesprochen, dass die Inhalte, mit denen Kinder in Kontakt kommen, besonders Sorgen hervorrufen bei den Eltern. Zum Beispiel haben sie gesagt, dass sie Angst haben, dass die Kinder mit Gewalt in Kontakt kommen oder auch pornografische Inhalte sehen. Das ist eins der größten Sorgen. Und zum anderen aber auch, haben sie gesagt, dass der Kontakt von Fremden ein großes Problem darstellt und ein Risiko. Also zum Beispiel, wenn die Kinder kontaktiert werden von Fremden und die sie dann vielleicht auch irgendwie falsch mit denen kommunizieren. Dann... Entschuldigung. Ja. Sind diese Ergebnisse übertragbar aus den USA auf Deutschland? Wir haben parallel auch eine Studie mit Eltern aus Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse decken sich ungefähr gleich, aber wir haben das jetzt noch nicht statistisch ausgewertet, ob es da jetzt signifikante Unterschiede gibt. Aber die Sorgen, die geäußert worden sind, und die Vorteile sind jetzt nicht sehr unterschiedlich, sondern da kommt schon Ähnliches bei rum. Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Ich glaube, Sie wollten noch... Ich wollte noch ein paar mehr Sorgen äußern. Schießen Sie los unter unserer Die digitalen Ängste gehen noch weiter. Eine, das wurde jetzt auch angesprochen, ist die Smartphone-Sucht. Also viele, viele Eltern haben gesagt, dass sie sehr besorgt sind, dass ihr Kind zu abhängig ist vom Smartphone und dadurch andere Tätigkeiten vernachlässigt. Es geht dann auch so weit, dass sie auch schon von Sucht sprechen, die Eltern, ja. Darüber hinaus haben sie gesagt, dass sie auch besorgt sind, dass die Kinder zum Beispiel körperlich beeinträchtigt werden, also zum Beispiel zu wenig Bewegung haben, dadurch zu dick werden, aber auch motorische Fähigkeiten verlernen oder auch zum Beispiel rote Augen bekommen. Wir kennen das ja auch, wenn wir zu lange am PC arbeiten, oder auch die Körperhaltung
beim Kind dann auch beeinträchtigt ist. Ja, das waren jetzt die körperlichen Sorgen. Dann gab es auch noch kognitive Sorgen, haben wir sie genannt. Das heißt, Eltern haben Sorge, dass das Kind in der Lernfähigkeit gestört ist, weniger Aufmerksamkeitsspannen hat. Also dadurch, dass es immer abgelenkt wird vom Smartphone, die Fähigkeit verliert, sich über längere Zeit mit einem Thema zu beschäftigen. Dann wurde gesagt, dass auch die Gefahr besteht, dass zum Beispiel Kinder von den Inhalten lernen, wie Erwachsene sprechen und dann zum Beispiel ihr Sprachverhalten wie ein Erwachsener anpassen, sodass es dann gar nicht mehr kindgerecht ist. Und dann auch Dinge wie Kommunikation etwas beeinträchtigt ist mit anderen Personen, weil sie dann doch so viel Zeit mit dem Smartphone verbringen und dann soziale Interaktionen gar nicht mehr so verstehen oder auf den anderen Gesprächspartner zum Beispiel eingehen können. Also das war eine ganz große Bandbreite an Sorgen, die Eltern geäußert haben. Aber es sind natürlich nicht nur Ängste, die Eltern haben, sondern auch sehr viele Vorteile wurden gesehen. Für das Kind wurde vor allen Dingen die Bildung gesehen, also dass durch die Smartphones und Tablets natürlich Inhalte besser vermittelt werden können. Vor allen Dingen wurde das Faktenwissen genannt, also dass Kinder besonders gut Fakten lernen, indem sie das Smartphone nutzen, aber auch zum Beispiel die Sprache, also das Sprachwissen kann man ganz gut lernen, haben Eltern so wahrgenommen. Darüber hinaus sehen sie Vorteile in der Kommunikation, also dass man zum Beispiel mit den Großeltern telefonieren kann, aber auch wird das Handy dem Kind gegeben, damit es zum Beispiel vom Schlafengehen sich beruhigt und also irgendwie zur Ruhe kommt und dann einschläft. Aber wir wissen zum Beispiel auch von richtigen wissenschaftlichen Studien, dass es nicht besonders gut ist, Kindern zum Beispiel Erwachsene auch, sollten auch nicht unbedingt vom Einschlafen auf den Screen schauen. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen, weil Sie haben ja jetzt eindrücklich geschildert, welche Sorgen die Eltern haben, aber welche von denen sind eigentlich auch wissenschaftlich unterfüttert und berechtigt? Ja. Da gibt es natürlich auch schon viele Studien, die sich damit empirisch untersucht haben, welche Nachteile sich wirklich auswirken. Wir sind da gerade dabei, das zu vergleichen, also die Sorgen, die wir bei den Eltern wahrgenommen haben, mit den wissenschaftlichen Ergebnissen. Mhm. Ja. Also müssen nicht zwangsläufig auch übereinstimmen. Sie müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen und ich erhoffe mir auch durch den Vergleich vielleicht auch Forschungslücken aufzuzeigen, wo Eltern jetzt schon Sorgen vielleicht äußern oder Vorteile, aber die zum Beispiel wissenschaftlich noch nicht gut erfasst worden sind. Mhm. Und das würden wir für die Zukunft auch sehr spannend finden, da eine Art Forschungslücke auch aufzutun. Jetzt sind ja Eltern auch Vorbilder für ihre Kinder, auch im Umgang mit neuen Technologien im besten Fall. Zumindest, aber an dieser Stelle passiert ja evolutionsgeschichtlich irgendwie was ganz Spannendes, denn die sind zwar Vorbilder, aber nicht unbedingt versierter im Umgang mit neuen Technologien. Wie passt das zusammen? Was tun? Ja, da sind wir, ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ja, Eltern sind Vorbilder, Kinder imitieren ihre Eltern und deswegen sollte auch jedes Elternteil reflektieren, wenn es vor dem Kind mit dem Smartphone interagiert, weil Kinder davon natürlich sehr beeinflusst sind. Ein interessanter Effekt noch aus unserer Studie, auch Eltern sehen Vorteile, wenn sie ihren Kindern das Smartphone geben. Also sehr viele Eltern haben auch zugegeben, dass ihnen das natürlich auch Freiraum verschafft, wenn das Kind mit dem Smartphone spielt und sie endlich mal Zeit haben, dann auch zum Beispiel im Haushalt Dinge zu erledigen. Also oder als Babysitter-Tool dann auch eingesetzt wird. Genau, deswegen sollte man natürlich auch das auch reflektieren, wenn man so als Elternteil so handelt, ob das dann auch, Das ist schon mal ein guter Beleg, dass Sie die Protagonisten Ihrer Studie ehrlich geantwortet haben, wenn Sie das zugegeben haben. Da gibt es ja, glaube ich, auch immer so eine Schere. Darf man das wirklich sagen? Da muss ich auch sagen, das haben wir nicht so direkt abgefragt. Also haben wir einen kleinen Trick angewendet. Clever. Wir haben ein Bild gezeigt mit einem Kind drauf, das am Tablet sitzt. Und dann haben wir gefragt, was würde jetzt das Elternteil, wenn das jetzt in den Raum kommt, denken? Und dann haben die Eltern gesagt, ja, das Elternteil wird sich freuen, das Kind ist endlich ruhig und ich kann mich um meine Dinge kümmern. Als wir sie direkt gefragt haben, wurde das natürlich nicht genannt.
Das stimmt, ja. Markus Dürmuth ist auch als Technik-Joker hier auf dem Podium. Also sparen Sie sich Ihre Fragen zur künstlichen Intelligenz ruhig noch gleich für die Fragerunde. Vielleicht hat er eine Antwort, ich weiß es nicht genau. Immerhin ist er am Forschungsbereich an der Ruhr-Uni Bochum für die IT-Sicherheit zuständig. Vielleicht richtig, oder? Also ich erwarte im Prinzip von Ihnen jetzt ein Erlösendes. Kein Problem, wer die und die Regeln befolgt, wird überhaupt keine Ängste und Sorgen ausstehen müssen und künftig sorgenfrei durch die digitale Welt stolpern. Oder noch besser, dass Sie vielleicht gerade an einer technischen Lösung für alle unsere Ängste und Nöte arbeiten. Ist das so? Oder wie Sie vielleicht auch schon gefunden haben. Nein, so leicht ist es leider nicht. Das ganze Gebiet ist sehr komplex, das wissen wir, haben wir jetzt auch die letzten Stunden gesehen. Es gibt ganz viele Aspekte der Sicherheit, die relevant sind oder auch nicht relevant sind. Also ein sehr breites Gebiet. Aus der eher technischen Perspektive, aus der ich komme, gibt es natürlich eine Reihe von Ratschlägen, die man geben kann, wie man sich sicher im Netz, sicher mit elektronischen Medien verhalten kann. Da sind auch ganz viele Tipps überall im Umlauf. Manche davon sind wahr, manche sind weniger wahr. Mit so einer Reihe von Tipps kommt man aber ganz gut durch. Sich starkes oder starke Passwörter zu wählen, sagt sich immer so leicht, ist in der Breite nicht möglich. Dafür haben wir viel zu viele Accounts. Ich habe mir ehrlich gesagt angewöhnt, einfach selbstverständlich mir ein neues schicken zu lassen, weil ich es aufgegeben habe. Ist nicht die schlechteste Herangehensweise. Nein, also der Punkt ist, es gibt so viele Accounts, die jeder mit sich rumträgt. Manche Studien sprechen von 24. Ich halte das für viel zu niedrig. Eher so 50, 100. Meine Doktoranden gucken dann gerne mal nach, wie viel sie haben. Das sind dann so 300, 400. Ja, und jeweils mindestens 10-stellige Passwörter mit Fremdwörtern, Zeichen, Zahlen. Verschieden. Kann sich jeder ganz leicht vorstellen, klappt einfach nicht. Ich habe sogar das Passwort für meinen Passwortmanager vergessen. Gut. Passwortmanager ist ein gutes Stichwort. Das ist eine gute Möglichkeit, die auch ihre Nachteile hat. Aber man kann da sich sehr viel Stress mit sparen. Okay, also was raten Sie Passwortidioten wie mir? Also jeder kann sich überlegen, ob man Passwortmanager verwenden möchte. Ist eine gute Sache, wenn man das für sich als praktikabel empfindet. Das andere, was man beachten sollte, ist, man muss ein bisschen unterscheiden, was sind wichtige Accounts, was sind weniger wichtige Accounts. Wichtig ist das Haupt-E-Mail-Postfach, die Bank, soziale Medien, wenn ich dort viel unterwegs bin. Dort sollte ich doch bitte für jeden Account ein eigenes, unabhängiges, starkes Passwort wählen. Der Tipp ist schon richtig und für alles andere, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber tut es auch ein bisschen was weniger Starkes. Anders ist es einfach nicht machbar, sich diese große Zahl von Passwörtern zu merken. Sonst aber kann es denn dafür nicht eine technische Lösung geben? Ich weiß schon, das System ist immer nur so schlau wie der Nutzer, aber wie blöd ist das, dass wir überhaupt so überfordert sind, ich zumindest, mit Passwörtern? Genau, das ist dann der nächste Schritt, wenn wir jetzt sagen, okay, welche Tipps kann ich dem Endnutzer geben? Besser ist die Lösung eigentlich, wenn wir den Endnutzer gar nicht so sehr, also Endnutzer, mich und Sie alle, gar nicht so sehr involvieren. Im Idealfall, und das ist so ein bisschen das Ziel, auf das wir zustreben, dass wir in absehbarer Zeit nicht erreichen werden, aber wir versuchen es zumindest mal zu sagen, okay, das System sollte, also der Computer, das Internet sollte einfach mal sicher sein. Wenn ein durchschnittlicher Benutzer sich hinsetzt, sollte es in sicherer Art und Weise benutzbar sein. Das ist ein Ideal, darauf streben wir hin. Da gibt es auch zahlreiche Ansätze, viele sind bereits implementiert. Auf Serverseite kann man Rate-Limiting, risikobasierte Ansätze, ganz viele Fachbegriffe, ganz egal, was es bedeutet. Die Idee dahinter ist, ohne den Benutzer zu nerven, durch starke Passwörter und so weiter, trotzdem die Sicherheit zu erhöhen. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, das zu erreichen. Viele Firmen machen da Sachen gut, genauso viele oder auch mehr noch machen das weniger gut. Da muss man auf jeden Fall hinterher sein, die daran zu erinnern, macht doch bitte zumindest das, was technisch möglich ist, um eure Nutzer zu entlasten. Möglicherweise muss man da auch regulatorisch rangehen und sagen, es gibt bestimmte Dinge, die fordern wir einfach von euch, statt sie beim Benutzer abzuladen, zwingen wir die Webseitenbetreiber, gewisse Mindeststandards einzusetzen. Fantastisch, genau die Utopie, die ich hatte, das World Wide Web als Blackbox, wo ich immer nur noch sicher
aber völlig angstbefreit und sicher durchstolpern kann. Also vielleicht dazu, das ist natürlich auch wirklich eine zweischneidige Sache, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, es gibt Anbieter, die haben das sehr gut umgesetzt in ihrem Kosmos sozusagen, sobald man dann möchte, dass mehrere Dienste irgendwie zusammen funktionieren und ich hin und her wechseln kann, wie ich möchte, wird schon schwieriger mit der Sicherheit. Also das ist, muss man auch... Ich wollte sowieso gerade zu Ihnen kommen, Frau Demel. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung beim Bundesverband der Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, besser bekannt als Bitkom. Aber nicht nur das, Sie sind doch auch zuständig für die Bereiche Rechtssicherheit und Datenschutz. Und wenn Herr Dürrmuth jetzt fordert, dass vielleicht die Webseitenbetreiber selber aktiv werden müssten und handeln, können Sie da nicht was für uns tun? Ja, die haben schon einiges getan. Also erstens hatten wir ja schon ein IT-Sicherheitsgesetz, wo es schon grundsätzlich auch grundlegende Vorschriften gibt, dass die, also die Webseiten sind inzwischen ja alle, also über der Zugang verschlüsselt zum Beispiel, die Browserhersteller machen auch viel mehr. Das führt immer wieder mal auch zu Hiccups, weil die dann, weil es eben unterschiedliche Zertifikate, unterschiedliche Ansätze gibt, wer was wie für sicher hält. Das ist in der Tat auch noch im Werden. Ich glaube, wir haben lange Zeit, wir haben uns gerade vorhin schon darüber unterhalten, war IT-Sicherheit so ein Spezialistenthema und man hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass der Normalnutzer irgendwie jetzt nicht derjenige ist, der selber sich eine Verschlüsselung fürs E-Mail-Programm und sonstige Zusatzfeatures installieren möchte. Die Erkenntnis ist da, allein die Umsetzung ist in Teilen halt nicht ganz so leicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Es ist immer so ein bisschen ein Trade-off, auch zwischen Bequemlichkeit und wirklich hoher Sicherheit. Aber es gibt Ansätze und ich glaube auch, dass es, wir haben die sogenannte EIDAS-Verordnung auch über elektronische sicher Identitäten und Vertrauensdienste. Da ist auch eine rechtliche Grundlage schon geschaffen, mit der wir hoffentlich auch noch mehr nutzerfreundliche Features in Zukunft sehen. Ja, keine Sorge. Nichts auf diesem Gebiet scheint mir einfach zu sein. Ich würde mir nie anmaßen, das zu denken. Sie haben mir gerade schon Beispiele genannt, Verschlüsselung und so, wie man im Prinzip ja von unternehmerischer Seite den Ängsten der Menschen auch begegnet. Das ist ja letztlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Haben Sie das Gefühl, das kommt auch an bei den Nutzerinnen und Nutzern? Also spüren die das? Haben sie mehr Vertrauen? Digitale Medien? Also wir kommen von zwei Seiten. Also die Zahl der Nutzer, die die digitale Dienste für sicher hält, steigt. Mhm. Und auch die sie für ganz unsicher halten, sinkt. Aber es ist ein langsamer Prozess, sage ich mal. Das ist, also wir hatten seit die Geschichte um Snowden hat so einen Vertrauenseinbruch sowohl in die Staaten als auch in die Unternehmen bewirkt, was so digitale Angebote angeht. Aber Vertrauen ist eben nicht ganz so schnell hergestellt. Also die Nutzer sind da so ein bisschen, sage ich mal, so ambivalent unterwegs. Also sie nutzen gerne neue Dienste, die coole Funktionen haben und die bequem sind etc. Und sie honorieren nicht immer direkt ein Mehr an Datenschutz und Datensicherheit. Also das ist, sie fordern das zwar ein, also wir machen regelmäßig auch Befragungen der Verbraucher, auch der Unternehmen und fragen ab, wie wichtig ist ihnen Datenschutz oder wie wichtig ist ihnen auch Sicherheit. Auch wir fragen auch die Ängste ab und gerade da kann man sehen, dass ein Bereich der Ängste ist tatsächlich so, denn die Angst vor dem vor gehackt zu werden, Schadprogramme auf den Rechner zu kriegen, also in diesem IT-Sicherheitsbereich und damit verbunden, aber auch immer Angst vor Eingriffen in die Privatsphäre oder dass Daten eben irgendwo hingelangen, wo sie nicht hin sollen. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass Angebote, die jetzt ein besonders hohes Niveau an Datenschutz haben, nicht immer so eine hohe Akzeptanz finden, sondern eigentlich dann doch wieder gerne die Dienste genutzt werden, die besonders viele tolle Features haben. Also vielleicht mal ketzerisch gefragt, ist es vielleicht auch gar nicht im Sinne der Anbieter, dass die Nutzer zu sorglos sich im Internet bewegen?
weil ihnen das einfach auch gar keine Vorteile bringt, wenn die alle ihre Daten offenlegen, sich überall raushauen. Also im Prinzip ist so ein bisschen Selbstsorge ja auch sinnvoll und hilfreich. Also es ist einfach tatsächlich so, dass die Unternehmen dem Nutzer nicht alles abnehmen können. Das ist, also sie können sie würden sicher noch mehr unterstützen. Naja, es ist so eine zweischneidige Sache. Es ist auch natürlich für Unternehmen, also es ist, glaube ich, ein Problem, dass wir alle ein Stück weit noch zwar schon die Dienste nutzen und die Technologien nutzen, aber dass wir nicht immer so ganz den Überblick haben, eben wie die Funktionsweisen sind, wie die Geschäftsmodelle funktionieren. Ein Beispiel ist, finde ich, immer sehr, sehr offensichtlich, wenn man fragt, Datenschutz jetzt auf Websites mit das Cookie-Thema, und da machen sich alle Gedanken um ihren Datenschutz, aber eigentlich ist auch jeder genervt, wenn er Cookie-Banner sieht. Und die andere Frage ist, was ist die Alternative? Da sagen viele Datenschützer, naja, der macht halt ein Bezahlangebot ohne Werbung, da braucht er auch nicht so viele Daten erheben. Die wenigsten machen sich aber Gedanken, wo sie sagen, ich will viel Datenschutz, aber die sagen, ich will aber auch ein kostenloses Angebot haben. So. Und da gibt es einfach unterschiedliche Interessen oder so mehrere. Und die Daten sind eben relevant, um die Angebote. Ich kann halt, genau, ein werbefinanziertes Angebot kommt halt ganz ohne Datenerhebung nicht aus. Mhm. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie von Ihnen, von der Bitkom, zu Vertrauen in die IT-Sicherheit. Sie hatten das eben schon erwähnt, dass das Vertrauen im Grunde gestiegen ist. Gleichzeitig glauben 94% der Befragten daran, dass die Bedrohung durch Internetkriminelle immer größer wird. Ist das wiederum, um noch auch die Frage zu wiederholen, ist das eine berechtigte Sorge? Ist das gedeckt durch Zahlen? Das ist eine berechtigte Sorge, wenn wir uns die Zahlen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angucken, dann steigt eben die Zahl der Schadprogramme etc. immer an. Gleichzeitig steigt der Grad der Vernetzung an. Also wir bieten einfach auch mehr Angriffsfläche. Das heißt, es ist immer so ein Hase-Igel-Lauf. Es ist halt auch ein lukratives Geschäft für Cyberhacker, und deswegen nutzt das die organisierte Kriminalität. Um nur kurz Zahlen zu nennen, gut die Hälfte der Befragten hat angegeben, im letzten Jahr von Schadsoftware betroffen gewesen zu sein. Das sind schon enorme Zahlen. Aber die Pflicht, sich zu schützen, sieht auch ein Großteil der Nutzerinnen bei sich selbst. Das fand ich ganz interessant. Nur 5% würden sagen, dass die Unternehmen zuständig sind, die eigenen Daten, was auch immer, besser zu schützen. Wie sehen Sie das? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, viele Schadprogramme kommen halt davon, dass man entweder die falsche E-Mail und den falschen Anhang aufklickt oder dass man auf einer Webseite irgendwo draufklickt, wo man besser nicht geklickt hätte. Und da ist das, sagen wir mal, davor kann... können die Anbieter nur bedingt schützen. Ja, die können zwar vielleicht Features, also die fischen schon viel raus, ganz viel Spam wird ja auch schon und Viren werden rausgefischt aus den E-Mails, aber da das immer so ein Wettlauf ist, muss man halt selber auch ein gewisses Bewusstsein dafür haben und so ein bisschen aufpassen mitunter. Aber das ist tatsächlich so ganz rundum sorglos. Kriegt man nur dann hin, wenn man alle Kontrolle wieder abgibt. Und das finde ich dann auch eine spannende Frage, inwieweit die Leute das dann wiederum möchten. Ja, die Grenzen des Machbaren sind eine gute Gelegenheit, zu Sven Kohlmeier überzuleiten. Ich habe gerade bereits diese Studie erwähnt, in dem Ergebnis, wo 5% fordern, die Unternehmen müssten sich mehr engagieren zum Schutz der persönlichen Daten, sagen 15%, das ist Aufgabe des Staates. Sie engagieren sich als SPD-Abgeordneter der Stadt Berlin in den Ausschüssen für Kommunikationstechnologie und Datenschutz. Kann oder muss der Staat sogar für den Schutz der persönlichen Daten seiner Bürger in die Bresche springen? Also ich glaube, ja, es ist Aufgabe des Staates, Dinge zu regeln, die unser Leben und unser Zusammenleben bestimmen. Wir regeln ganz viele Dinge, wie schnell man auf der Autobahn fahren darf,
wir regeln, ich weiß nicht, tausend andere Dinge, dass man nicht klauen darf und sonst was. Was relativ schlecht, glaube ich, in unserem, also nicht nur in unserem Land, sondern in Europa grundsätzlich schlecht geregelt ist, sind das digitale Zusammenleben oder die neuen Herausforderungen des digitalen Zusammenlebens, weil die Grenze vom analogen Leben, ich nenne es mal irgendwann in den 90ern war das vermutlich so, als dann das so stark umgeschwappt ist, in der Politik eigentlich nicht angekommen ist. Da gab es dann Entwicklungen, die Politiker höchstwahrscheinlich überfordert haben. Facebook wurde ganz schnell ganz groß und keiner wusste so richtig, wie es funktioniert und wusste auch nicht so richtig damit, wie man darauf jetzt reagiert. Da hat es ja dann ein paar Jahre gedauert, bis man dann irgendwie auf die meines Erachtens nicht kluge Idee kam, ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu machen, um zu sagen, wir versuchen da irgendwie ein paar Sachen nachzukontrollieren. Ich glaube schon, dass das Aufgabe von Politik ist, Dinge vorherzusehen, auch Entwicklung vorherzusehen, KI, künstliche Intelligenz zum Beispiel, und zu sagen, die muss man vorher regeln, bevor sie auf dem Markt sind, weil wenn sie dann auf dem Markt sind, lassen sie sich relativ schlecht wieder einschränken. Oder es gibt Verbände, Lobbyisten, Vereine, die natürlich versuchen, da eine Einschränkung zu verhindern. Aber wie soll das praktisch funktionieren? Hat sich da jetzt so viel geändert, seit Facebook auf dem Markt ist? Die Entwicklung ist einfach eher immer nur noch schneller geworden und die politischen Strukturen haben sich ja jetzt auch nicht besonders stark verändert. Also in der Demokratie sind die auch aus guten Gründen vielleicht einfach ein bisschen langsam. Kann das klappen? Also ich glaube, es kann klappen und ich glaube, es muss klappen. Politik ist ja, oder wenn man sich den Deutschen Bundestag oder das Berliner Abgeordnetenhaus anschaut, eine Zusammensetzung von ganz unterschiedlichen Personen und ganz unterschiedlichen Interessen und Fachgebieten. Meine Einschätzung ist, so ist jedenfalls so meine Wahrnehmung als Politiker, dass die Menschen in meinem Wahlkreis digitale Ängste überhaupt nicht interessiert. Mhm. Jedenfalls werden die an mich nicht herangetragen. Da ist die Frage, ob die Wohnung bezahlbar ist, ob die S-Bahn morgens, ich komme aus Marzahn-Hellersdorf, ob die S-Bahn morgens voll ist und überhaupt fährt, ob die teurer wird und ob man die den Arbeitsplatz noch hat. Heißt das jetzt, Sie dürfen sich auf digitaler Ebene entspannen oder heißt das für Sie, dass Sie dieses Problembewusstsein überhaupt erst wecken sollten bei Ihren Bürgern? Ich glaube, alle haben die Herausforderung, dieses Problembewusstsein zu fördern. Nicht nur wir als Politiker, auf die hört man ja am seltensten. Jeder, der in dem Bereich tätig ist, muss da wegen Problembewusstsein schaffen. Wenn man sich die R&V-Versicherung hat, eine aktuelle Studie herausgegeben, wo die abgefragt haben, die Ängste der Menschen in Deutschland. Die Top-Angst ist Flüchtlinge. Leider immer noch politisch gesehen die Top-Nummer 2 Spannung durch Zuzug von Ausländern. Das geht dann so weiter. Ich sage gleich, die digitale Angst taucht da nicht auf. Ich frage bloß mal ab, wer sich vorstellen kann, was der an 20. Stelle kommt. Die Angst der Menschen an 20. Stelle. Zerbrechen der Partnerschaft. Hätte gedacht, dass das weiter vorne kommt, aber das ist offenbar für Menschen nicht so relevant. Na Gott sei Dank, da sind Sie da aus der Pflicht. Oder könnte sein, dass Sie sicher fühlen. Und das zeigt aber so ein bisschen, dass ich glaube, dass in der ich möchte nicht sagen bei den normalen Menschen oder so, ich bin ja auch ein normaler Mensch, aber ich beschäftige mich anders mit den Dingen. Ja. Aber dass bei normalen Menschen die Angst vor den digitalen Herausforderungen so weit hinten kommt, dass da eigentlich kein Bewusstsein ist. Und das ist vielleicht eine Aufgabe, also so einer Veranstaltung wie hier, als auch natürlich von Politik auf bestimmte Ereignisse zu reagieren und zu sagen, Leute, ihr müsst da aufpassen, da passiert was. Die Datenschutzgrundverordnung war ja so ein Beispiel, wo Menschen realisiert haben, da passiert was mit dem Datenschutz. Jeder weiß, dass seine Daten genutzt werden, aber so richtig hat es keiner verstanden und sich darüber Gedanken gemacht. Das war so ein Beispiel, wo Politik tatsächlich geschafft hat, über einen langen Prozess und einen langen Zeitraum eine Regelung zu machen und ein Bewusstsein bei Menschen zu schaffen, mit meinen Daten passiert mehr als nur Facebook speichert die. Und ja auch auf europäischer Ebene. Das ist ja auch so eine Frage, die sich stellt, die technologischen Entwicklungen, die sind ja global. Die enden ja nicht an den Grenzen der deutschen Rechtsprechung. Wo muss man da ansetzen, wenn man politisch was bewirken will? Können wir das überhaupt hier als Berliner Abgeordnetenhaus im Bundestag regeln? Ich bin ja kein Freund davon, immer Zuständigkeiten nach oben zu schieben. Und jeder sagt, ich bin nicht zuständig, weil der andere ist zuständig. Natürlich. Oder Sie lassen sich als Europaabgeordneter. Ich bin sehr zufrieden im Abgeordnetenhaus insofern. Ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, sowohl in Berlin als auch im Bundestag bestimmte Prozesse anzuregen und dann auch bestimmte Prozesse auf europäische Ebene zu bringen, wenn die letztendlich regulatorisch dafür zuständig sind. Das Problem ist ein bisschen, dass ich habe es gerade versucht anzudeuten,
dass die wenigsten Politiker sich mit diesem Themenfeld eigentlich befassen, obwohl sie es eigentlich müssten. Also wer Schulpolitik macht, müsste eigentlich auch zur Hälfte Digitalpolitik machen, weil das mittlerweile heutzutage einhergeht. Vielleicht ist es bei Wohnungsbaupolitik ein bisschen was anderes, aber wer Stadtentwicklungspolitik macht und über Bauverfahren und Baugenehmigungen redet, der müsste tatsächlich auch da ein Teil Digitalpolitiker sein, weil so eine Verfahren einfach heutzutage anders gestaltet werden können. Das ist viel zu wenig ausgeprägt. Sie können ja mal rumfragen, wer kennt welche Digitalpolitiker, die wird man schon nicht kennen. Und wenn ich ein Thema habe, im Bereich Datenschutz oder im Bereich Netzpolitik oder wie auch immer in meiner Fraktion ankomme und sage, da möchte ich mal Geld haben, wir haben gerade Haushaltsberatung gehabt. Sie können sich ja nicht vorstellen, wie viel sich bei mir vordrängen und sagen, aber Bildung ist wichtiger, ÖPNV ist wichtiger, Verkehr ist wichtiger, Stadtentwicklung ist wichtiger, Wirtschaft ist wichtiger und alles andere. Und so schnell kann man überhaupt nicht gucken, wie man als Digitalpolitiker ganz hinten steht und wenn nichts mehr zu verteilen ist und dann sagt, jetzt möchte ich aber auch noch was haben. Also da ist, auch da würde ich mir wünschen, dass natürlich mehr affine Menschen, das wird sich ja vielleicht ändern, junge Menschen, die mit so weit aufwachsen, dann sagen, okay, wir müssen da den digitalen Input in jedem Fachbereich auch mit einbringen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, dass für die meisten Politiker das nicht eins der Themen ist, die von ihren Wählern auch irgendwie ganz, ganz oben abgefragt werden. Wir in einer Umfrage, die wir gemacht haben, haben 2/3 der befragten Bürger haben gesagt, naja, wir sehen Digitalisierung als Chance, aber immerhin 1/3 hat gesagt, wir sehen es als Gefahr. Und wir haben uns gefragt, wie erreichen wir die denn? Weil klar, in unserer Digitalblase so, also ich kenne die meisten Digitalpolitiker auf Bundesebene zumindest, aber wie kriegt man das eigentlich, wie kriegt man auch dieses Thema in die Breite der Gesellschaft, auch dass auch alle mitreden können und dass auch alle das Gefühl haben, es geht sie auch was an und sie können es aber auch mitgestalten. Und eine Idee, die wir da entwickelt haben mit anderen zusammen, war mit ganz anderen Organisationen, als wir jetzt eine sind, so als Wirtschaftsverband. Wir sind zusammengegangen mit zum Beispiel den Landfrauen und Organisationen der Kirchen und Arbeiterwohlfahrt etc. Und haben gesagt, wir machen mal einen Digitaltag. Am 19. Juni 2020 gibt es den Digitaltag in ganz Deutschland hoffentlich. Kann jeder Aktion machen, der möchte. Die werden dann da zentral auf einer Webseite auch angezeigt. Und wir hoffen so ein bisschen, dass wir da den Dialog auch zwischen den gesellschaftlichen Gruppen über dieses Thema in Gang bringen und auch das so ein bisschen zum Anfassen kriegen, halt, dass die Leute mal gucken können, ja, wenn sie neben dem Rechenzentrum wohnen, dass es mal offen ist ein Tag und man da mal reingucken kann, soweit es sicherheits- und datenschutztechnisch möglich ist. Aber und dass man vielleicht an Schulen, dass die Universitäten was machen, dass wirklich so ganz unterschiedliche Ideen entstehen. Und was ich faszinierend finde, ist, egal mit wem man spricht über diese Idee, jeder hat eigentlich sofort irgendeine Idee, was er da machen könnte oder welche Organisation da eh schon auch was Spannendes zu macht. Dass man einfach auch die abholt, die jetzt mal per se sagen, nur mit Digitalisierung habe ich nichts zu tun. Ich meine, das selbst wenn wir Unternehmen fragen, sagen uns viele, nee, also Digitalisierung hat für mein Unternehmen keine Bedeutung. Und da muss man, glaube ich, schon sagen, dem wird wohl nicht so sein. Ein sehr sinnvoller Ansatz und eine gute Gelegenheit, wo wir uns gerade von den Ängsten gelöst haben und auf Lösungen hinarbeiten und das Stichwort mit den Menschen reden gefallen ist, würde ich an dieser Stelle gerne auch das Publikum endlich zu Wort kommen lassen. Gibt es Fragen in unser Podium hier? Also da kann man eigentlich keine Fragen nicht haben. Es gibt hier Antworten auf jede Frage, bis hin zu künstlicher Intelligenz. Ich würde vielleicht die Aufmerksamkeit bei Ihnen da hinten kurz abgeben für das Publikum und mich sonst noch mal mit einer Nachfrage an den Herrn Kohlmeier wenden, weil Sie gerade sagten, Ängste sind ja auch menschlich und Politiker sind ja dann doch auch irgendwie nur Menschen. Nur. Keine Übermenschen zumindest. Wie steht es denn da um die Sorge der Politikerinnen? Haben die womöglich einfach auch Berührungsängste mit dieser digitalen Medusa, die man nicht verstehen kann? Wenn man einen Kopf abschlägt, wird das Problem nur noch größer. Also dann vielleicht doch lieber Autobahnen bauen. Das ist ein bisschen weniger kompliziert.
Autobahn sieht man halt, ne? Wenn sie ein Gesetz für mehr Datenschutz machen, sieht es keiner. Das können sie nicht anfassen, das können sie nicht fühlen, da können sie nicht drüber meckern. Also sie meinen, es liegt weniger an der Autobahn ist halt einfach, als Politiker müssen sie mal irgendwas machen, was man Mensch anfassen kann. Ja. So, Punkt. Menschen wollen immer irgendwas zum Anfassen oder Sehen haben und da ist Digitalisierung relativ schlecht, weil es irgendwo im virtuellen Raum schwebt. Also aber die These unter uns von Susanne Demel war schon richtig, man kann es den Wählern einfach, also sie haben es ja selber auch gesagt, es gibt da dieses Bewusstsein nicht, das Interesse nicht und entsprechend sind die Politiker nicht unbedingt in der Pflicht, das jetzt in erster Instanz umzusetzen. Oder ist es eben tatsächlich diese Sorge der Politiker, die zum ganz großen Teil ja auch keine Digital Natives sind? Ich glaube, das ist das Problem, dass man, dass da eine Generation von Politikern ist, die damit lange Zeit nicht aufgewachsen ist. Das ändert sich ja zum Glück derzeit. Aber auch da muss man sagen, bei Wahlperioden von 4 oder 5 Jahren, da dauert es halt ein bisschen, bis ein Influencer aus Instagram oder Facebook oder sonst wie im Bundestag sitzt und da eine völlig andere Herangehensweise heranbringt, weil der Dinge ganz anders versteht und Dinge ganz anders sieht. Ich glaube, dass das tatsächlich daran liegt, dass Politiker wollen gerne abliefern und sie schauen völlig menschlich auf die nächste Wahl und wollen wiedergewählt werden. Und da wirst du halt wiedergewählt, wenn du Fabriken baust, wenn du Wohnungen baust, wenn du Autobahnen baust und so eine Geschichten, weil du und da zeigen kannst. Und die Partnerschaft rettest. Und die Partnerschaft rettest, ja. Wenn die dabei bestehen bleibt. Und natürlich ist es eine Altersfrage, ne? Wenn man sich also den Altersschnitt in den Parlamenten anschaut, dann kann man zugegebenermaßen nicht von einem 60-Jährigen erwarten, dass der alle Zusammenhänge versteht, die mit der Digitalisierung zusammenhängen. Der ist ja, mittlerweile sind die ja so weit, dass auch Angela Merkel offenbar mit dem Handy sehr vernünftig umgehen kann. Ich habe bloß die Glaube bloß, dass sie halt bestimmtes Verständnis nicht hat, weil sie damit nicht aufgewachsen ist und weil sie da anders eine andere Herangehensweise hat, als vielleicht die Personen, die auf dem Podium sitzen und damit groß geworden sind und da ganz eigene Erfahrungen haben. Da hoffe ich, dass tatsächlich Politik, dass das Menschen Politiker werden, die damit aufgewachsen sind und es wie selbstverständlich annehmen. Also wenn man heutzutage Babys sieht oder Kinder sieht, die wischen ja nur noch rum, die machen ja nichts anderes mehr, die können ja offenbar keine Seiten mehr umschlagen. Die werden höchstwahrscheinlich Bildungspolitik auch anders sehen, als die heute noch gesehen wird, weil sie einfach diesen digitalen Horizont haben. Kurzer Blick. Wir sind jetzt, was digitale Ängste angeht, eher auf der individuellen Ebene geblieben beim Cybermobbing, Smartphone-Nutzung. Aber es gibt ja doch auch Sorgen um sehr viel globalere Probleme. Cyberangriffe, sei es auf Unternehmen oder gleich auf Institutionen, Wahlmanipulationen, womit wir wieder bei der Politik wären. Was ist denn nötig, Herr Dürmuth, um diesen derart globalen Anforderungen was entgegensetzen zu können. Ich meine, da sie auf so vielen Ebenen angreifen, stelle ich es mir sehr schwer vor, von einem Punkt aus quasi zu verteidigen, so in Bochum zum Beispiel. Genau, also tatsächlich eine sehr breite Frage. Die allgemeine Antwort ist natürlich, wir brauchen mehr IT-Sicherheit. Das ist erstmal gut, auch für uns. Das ist da so ein kleines Institut. Inzwischen gar nicht mehr so klein und auch nicht mehr nur eins, sondern mehrere, aber das nur mal am Rande, genau. Ja, das könnte ein Weg sein. Mhm. Genau. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen in Deutschland, muss man ja auch fairerweise sagen. Natürlich ist ein Stück weit die Lösung, und das ist auch ein Stück weit meine Sichtweise als IT-sicherheitsgeprägt, dass relativ viele Dinge sich mit technischen Maßnahmen lösen lassen, dass man durch verbesserte Verfahren, verbesserte Protokolle einiges an Sicherheit erreichen kann. Gerade wenn wir an elektronische Wahlen denken oder mal hypothetisch daran denken würden, gibt es da Protokolle, die das ganz gut machen, hinbekommen. Das ist erstmal eine schöne Sache. Viel wichtiger ist dann aber, glaube ich, auch, wie diese technischen Maßnahmen verwendet werden. Dann sind wir wieder beim Faktor Mensch. Wie werden die eingesetzt? Auch die Frage, wie werden sie verstanden? Gerade wenn wir an Fragestellungen wie Privatheit denken, ist, glaube ich, vieles tatsächlich, da gebe ich ja ein Stück weit auch recht, vieles nicht mehr Blackbox, einfach durch so eine magische Schachtel lösbar, sondern muss jeder selbst auch ein Stück weit aktiv werden.
Ich wollte nur vorschlagen, ihn möglichst wenig aktiv, also möglichst wenig zwingen, aktiv zu werden und so gut es geht, mal abzunehmen. Denn die Praxis zeigt, glaube ich, ganz offensichtlich, dass wenn man zu viel an den individuellen Nutzer auslagert, das einfach nicht funktioniert. Da können wir die letzten 20 Jahre Internet betrachten. Da haben wir, glaube ich, das Beispiel dafür. So, was wir, glaube ich, auch brauchen und was bisher auch noch gar nicht zur Sprache kam, ist, wie viel technisches Verständnis oder Verständnis für IT, Verständnis für Digitales braucht eigentlich ein Nutzer, um sinnvoll mit Technik umgehen zu können. Meine Angstthese war möglichst wenig, das ist natürlich utopisch, das funktioniert nicht. Also ist die Frage, wie viel IT, IT-Sicherheit muss man eigentlich wissen, um Technik sinnvoll und sicher verwenden zu können. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang, es war jetzt auch schon viel von Digital Natives die Rede, aufgewachsen mit IT, sollte man meinen, tot vertraut. Ja, extrem vertraut mit der Technik. Zumindest mit dem Umgang, ja. Zumindest mit Umgang, genau, guter Punkt. Denn, und das ist jetzt ein Stück weit anekdotenhaft, aber wir haben Vorlesungen gehalten in verschiedenen Rahmen, IT-Sicherheit für Nicht-Techniker im weiteren Sinne, wo wir versucht haben, so bestimmte Themen der IT-Sicherheit aufzudröseln, runterzubrechen, eben für ein nicht-technisches Publikum. Und naturgemäß, weil es eine Vorlesung war, waren auch sehr viele junge Digital Natives eben im Publikum gewesen. Und man hat auch relativ schnell gemerkt, wo dann die Grenzen sind zwischen Anwendung von Technik und tieferem Verständnis für Technik. Und ich glaube, für das Verständnis von Bedrohungen, für das Einordnen können von Bedrohungen, auch um, meine These, um mit den Ängsten, die von neuer Technik geschürt werden können, ist es doch wichtig, ein Stück weit zu verstehen, wie die Technik innerhalb funktioniert. Und ich glaube, da wissen sehr viele noch nicht so gut Bescheid. Und möglicherweise ist das auch ein Punkt, wie man Ängsten entgegenwirken kann durch Aufklärung ist das falsche Wort, aber durch das Vermitteln von etwas technischem Verständnis, um zu verstehen, was dort eigentlich geschieht. Bildung. Ja, kann es da sogar vom Nachteil sein, dieses vermeintliche Wissen um den Umgang mit digitalen Medien, weil man ja glaubt, sich damit auszukennen und damit aufgewachsen zu sein. Also dass vielleicht sogar eher jetzt so eine Zwischengeneration zwischen denen, die gar keine Lust mehr haben, sich damit zu befassen und denen, die meinen, schon alles zu wissen, eigentlich die sind, die jetzt eher kritisch rangehen und Fragen stellen. dass es vielleicht von Nachteil ist. Naja, gut, Medienkompetenz ist ja auf jeden Fall ein Stichwort, was, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren, mindestens, also als ich zur Schule gegangen bin vor 100 Jahren, hieß es auch schon, wir brauchen dringend in den Schulen Medienkompetenz, Unterricht oder Weiterbildung, Fortbildung. Jetzt gehen meine eigenen Kinder zur Schule. Ich stelle fest, das gibt es immer noch nicht. Dafür hat jetzt jedes Schulkind ein Handy und ein Handyverbot an Schulen. Also, Frau Demel, was muss denn da passieren? Da muss schon ein Umdenken passieren. Also wir haben uns total gefreut, als es die zumindest mal den Bildungspakt gab und auch Geld für die Länder. Wir haben jetzt gerade konstatiert, es ist immer noch nichts angekommen eigentlich in den Schulen. Das ist wahrscheinlich mit den Wählern, die haben andere Sorgen. Naja, ja, also das kann man, glaube ich, auch gar nicht auf die Lehrer schieben. Da sind wir, glaube ich, ja, ich erlebe die Diskussion auch in der Schule, dass man die Probleme mit den Medien, so wie Cybermobbing oder so, dadurch löst, dass man sagt, ja, striktes Handyverbot an der Schule. Das löst es aber halt, also verkürzt gesprochen. Natürlich, es passiert, glaube ich, schon was. Also es gibt schon das eine oder andere Medienkompetenztraining und es gibt auch Gespräche in den Klassen. Aber so grundsätzlich sieht, glaube ich, auch der Informatikunterricht heute immer noch so ähnlich aus, wie ich den auch schon hatte. Und das ist jetzt doch auch eine Ecke her. Da brauchen wir schon Flankierung, glaube ich, auf allen politischen Ebenen tatsächlich. Mhm. Auch viele, die dafür mit Überzeugung streiten, dass das eben, dass wir andere Skills auch vermitteln müssen. Also wir müssen einfach auch überlegen, was müssen die Kinder, die jetzt heute in die Schule gehen, mal können, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen. Und sie müssen mit neuen Technologien umgehen können. Was ich auch spannend finde, es wird auch vorher gesagt, sie brauchen viel stärker soziale Kompetenzen. Auch da, glaube ich, müssen wir uns überlegen, wie wir die in unserem Bildungssystem
besser entwickeln können. Wieso brauchen Sie stärker soziale Kompetenz? Ja, weil, also jetzt mal mit Blick auf KI zum Beispiel, wenn Mensch und Maschine da stärker zusammenarbeiten, mit intelligenten Systemen. Ich muss ja auch, wenn ich irgendwelche Empfehlungen bekomme, damit umgehen können. Ja, ich muss das einschätzen können, was kann KI, was kann sie nicht. Und es wird, also es gibt eben Vorhersagen, dass man sagt, okay, manches, was so reine Wissensarbeit ist quasi oder Recherche, aber das können die Maschinen uns abnehmen. Aber genau das, was Menschen besonders eben gut können, Empathie, Fähigkeit etc., das können die eben nicht. Und deswegen werden diese sozialen Fähigkeiten und dieses Vermitteln können etc. auch wichtiger in vielen Berufen. Und ja, wir müssen uns einfach, also mein Eindruck ist, dass uns dann doch immer wieder die Angst lähmt oder so eine Mischung aus Desinteresse und immer noch die Hoffnung, ja, so gravierend werden die Änderungen schon nicht sein. Und eine Angst, dass man was falsch macht, wenn man jetzt zu sehr in diese digitale Welt sich reinstürzt, jetzt gerade auch an der Schule. Ich erlebe da auch sehr viele Eltern eher so, dass die Reaktion auf diese Angst ist, dass die Kinder was Unangenehmes erleben könnten im Internet, dass man dann sagt, nee, dann lieber gar nicht. Anstatt dass man sagt, okay, lass uns mal zusammen vielleicht auch lernen, wie man mit neuen Situationen umgeht oder was für Strategien man entwickelt, falls man mal in eine blöde Situation kommt. Im echten Leben kann man ja auch nicht allem ausweichen. Und ich glaube, ein Schlüssel ist auch, nicht immer diese digitale Welt und diese analoge Welt zu trennen, weil das Jugendliche tatsächlich auch schon nicht mehr so machen. Und ich glaube, es ist nichts anderes. Es gibt eine Welt, in der wir uns bewegen und da in unterschiedlichen Kontexten. Und ein bisschen mutig sein müssen wir, glaube ich, schon auch. Sie so schön den Bogen geschlagen haben von den Dystopien zu diesem mutigen Ausblick, würde ich an dieser Stelle die Runde gerne schließen. Jetzt haben wir auch keine Zeit mehr, jetzt sind Sie selber schuld. Natürlich sind noch viele Fragen offen. Es war wenig Zeit für so tolle Gesprächspartner. Und wahrscheinlich haben sich in der Zeit, wo wir hier gesessen haben, auch schon wieder x Startups formiert, die zig Lösungen für all unsere Probleme auf den Weg gebracht haben. Aber vielleicht auch nur vermeintliche Lösungen und neue Probleme geschürt. Vielleicht sitzen wir dann hier bald wieder. Zusammenfassend möchte ich deshalb zitieren, was Julia Kloiber eingangs in ihrem Statement gesagt hatte. Das fand ich sehr schön. Und es schließt auch ganz gut an, was Susanne Demel gerade sagte. Wir werden auf dem Weg in eine helle Zukunft beides brauchen. Die Utopien als Lichter, die uns den Weg leuchten. Und die Ängste, die Sorgen, die Dystopien, die dafür sorgen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Das lasse ich so stehen. Bedanke mich ganz herzlich bei unserer Gesprächsrunde hier und bei Ihnen im Publikum. Bleibt nichts zu sagen. Jetzt herzlichen Dank, auf Wiedersehen.